Ja, dann hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 14. Folge in unserem Vampire the Masquerade Szenario New York Dark. Ich begrüße alle Patreons und alle diejenigen, die uns auf YouTube nachher nachschauen, sowie meine beiden Spielerinnen, die Callisto und die QTV. Hallo. Hello. Ja, auch wenn wir jetzt heute den 1. Mai haben, ich hoffe, ihr hattet alle auch ein schönes Mai-Wochenende, so verlängertes Wochenende, mit entweder Action oder Ruhe, je nachdem. Oder beidem. Beides irgendwie. Ja, aber in-game haben wir ein neues Jahr begonnen, 2019. Ihr habt Silvester und Weihnachten, also Weihnachten und Silvester in der Reihenfolge natürlich begangen. Ist noch irgendwas Besonderes passiert, was ihr uns erzählen wollt? Nee. Also, nee. Also wir waren, also neben dem, dass Hattie sich natürlich ein bisschen geheilt hat und wieder fit ist, Ach ja, wir waren beim Spielen. Wir haben gezockt. Und der Ja, gute genau. Mario wollte von mir 5000 US-Dollar, um seine Spielschulden zu tilgen. Was? Ich meine, 2000 wären es Nee, ich gewesen. habe hier 5000 Euro 5000. stehen, Echt? die er leihen Ja. wollte. Vielleicht hat er nur 2000 Schulden und wollte mich dann noch abziehen und noch 3000 extra und so. Ich habe ihm, also ich war absolut kurz davor, ihm kurz den Mittelfinger zu zeigen, weil, obwohl natürlich Hattie diese Menge an Geld beschaffen kann, wird sie die nicht jedem geben und schon gar nicht jemandem, den sie nicht kennt. Vor Und allen dann Dingen hat sie nicht ihm. jemanden, der nachweislich Spieler ist, Ja. weil das Geld sieht man nie wieder. Genau, und dann habe ich ihm, glaube ich, noch, ich hatte dann, glaube ich, noch so ein bisschen Du was. hattest 200 Dollar, die hast du ihm gegeben und Genau, B und hat du ihm hast ihm nochmal noch 50 irgendwie. obendrauf Ja, gegeben. genau. Mehr ist nicht. Das Mehr könnte ist er als nicht. Anzahlung nutzen. Ich befürchte, er hat es verspielt. Das fürchte ich ehrlich gesagt auch. Und dafür habe ich jetzt den sogenannten Ehering seiner Oma, was ich überhaupt null glaube. Den habe ich Stimmt. allerdings ganz hinten im Tresor verstaut. Der wird nicht mehr angerührt, bis nicht irgendjemand kommt und ich 250 Klunker auf meiner Hand sehe. Ach so, du hast ihm 200 gegeben, möchtest 250 Nein, zurück? weil ich weiß ja, dass 57 gegeben hat. Ich war Ja, dabei, nein, sie nein, hat es ihm oben die rein. zwei, aber du Ah, kriegst die waren 200 für den geschenkt. Ring. Ja gut, also dann 200, nee, also sonst hätte ich halt gesagt 250, weil ich dachte, deins ist eine Leihgabe. Wenn deines ein Geschenk Du war, dann will ich nur die hast deins zuerst gemacht und dafür den 200. Ring gekriegt. Die 50 sind tatsächlich frei verschenkte Mitleidsdollar, die Bree auch ehrlich nicht wieder erwartet. Ja, aber ich Aber jetzt erwarte haben auch wir diese eine 200 Hand wäscht Dollar die nicht. andere Ja. Szenario. Das heißt, wenn jetzt mal irgendwas ist, dann hat der Schmierlappen, weil der scheint auch in die Generation Es muss doch Schmierlappen servieren, die Damen. Ja, na, es ist alles dieselbe Mischpoke. Also er macht seinen Ja. Vorfahren ein wenig, gut, den Vorfahren kennen wir ja gar nicht, den Schmierlappen, Nein. aber er macht ihm ein wenig Konkurrenz. Also er steht halt schon so in der Tradition der Giovanni. Also nur sind die Giovanni Vielleicht. eigentlich Leute, die Geld machen. Also bei ihm ist es jetzt nicht so, er ist ein schlecht ausgestatteter Giovanni. Eigentlich Naja, sollte er uns Geld geben, anstatt uns sich Geld leihen zu müssen. wenn er jetzt gelogen hat, was diesen Ring angeht und der Natürlich irgendwo hat er geklaut gelogen. ist, dann ist natürlich, dass er da dann 200 Dollar jetzt Gewinn gemacht hat, sozusagen, oder hat den für Ja, ich 200 meine, vertickt. ich rechne nicht damit, dass irgendwann mal irgendjemand wegen dieses Rings auftaucht. Also das ist, ich werde den ja nicht verkaufen oder so, der bleibt da jetzt. Und wenn dann irgendwann mal in 500 Jahren dieses Gebäude abgerissen wird, ja. Nee, aber ansonsten ist eigentlich nicht wirklich was passiert. Bis auf das, dass mein Ghoul aufgehört hat, nach dieser Tante zu suchen. Denn also die Tauben sind schon total verfettet, der Tierschutzverein hat schon geklingelt. Dementsprechend wird Sean sich nicht mehr darin versuchen, diese Frau in der Nähe des Imagine Strawberry Fields Dings Mosaiks zu suchen. Für mich ist die Frau gestorben. Ende Gelände. Soll die gute Charlie selber schauen, wie sie weiterkommt. Naja, für Bree, sie wird Sebastian da, Oh. ehrlich, da geht ja eh joggen, dass er jetzt den Weg wählt, aber er hatte bis jetzt ja auch noch keinen Erfolg. Und ja, Bree ist immer noch wahnsinnig neugierig. Es ist jetzt nicht High Priority in Life, aber Neugierde ist da. Das heißt, sie wird definitiv noch einen Versuch unternehmen, um vielleicht was rauszukriegen. Nee, also für mich ist jetzt erstmal, wie viele Bilder hat denn der gute Samuel Rhodes. Mr. Rhodes verkauft? Als diejenige, die die Vernissage macht, solltest du das vielleicht sagen? Hast du Ja, welche das kann ich. verkauft? Wollen wir würfeln? Also Ja, dann einzeln. lass uns doch würfeln. Also ich würde jetzt Irgendwas. sagen, es war durchaus Interesse da. Also Also es waren 12
ausgestellt. Ich würfel mal den W6, weil er wird nicht alle 12 getroffen. Das ist halt so ungefähr die Hälfte, hätte ich jetzt gesprochen. Ich denke, die Hälfte. Ist es Weihnachts? Also, ich habe eine 6 gewürfelt. Ja, perfekt. Das passt doch, wunderbar. Ja. Gut, er hat 6. Plus das, was du gekauft hast. Genau, also die waren ja außer Konkurrenz. Die waren ja auch, also das eine habe ich ja sowieso gar nicht ausgestellt, weil das war ja das Weihnachtsgeschenk, das ist ja genau, gar nicht aufgetaucht. Das andere war reserviert. Hat sich dafür irgendjemand interessiert? Nö? Okay. Bis jetzt, schauen wir mal. Gut. Gut, okay, also nee. Also es haben sich schon Leute dafür interessiert, ne? Und sich das ein bisschen erklären lassen und auch Samuel selber war ja, ich weiß nicht, du hattest, glaube ich, ein Datum genannt oder halt eine bestimmte... Es gab eine Eröffnung quasi und dann war das bis einschließlich dem 6. Januar ausgestellt. Also am 7. Gut. Januar werden alle Sachen weggepackt. Was zwischenzeitlich gekauft wurde, ist natürlich zwischenzeitlich schon. Wobei, wenn Leute gesagt haben, sie wollen es kaufen, aber würden es weiterhin ausgestellt lassen, kriegt es halt einfach ein Siegel verkauft. Mhm. Es gibt ja Leute, die wollen es gleich mitnehmen. Andere Leute sagen, ja, kann ruhig noch als Werbung da stehen bleiben und ich hole es dann. Also die würden allerdings mit Rahmen verkauft. Also die werden dann so verkauft, wie sie da sind. Wenn der Kunde den Rahmen nicht möchte, dann kann er den Rahmen da lassen. Aber ansonsten kriegen sie das gesamte Ding. Den Rahmen spendiere ich. Mhm. Dazu den Transport mache dann ich. Für den Transport die es hingeliefert haben. Weil ehrlich, es nimmt sich nie jemand mit und klemmt es unter den Arm, weil es bleibt ja für die Ausstellung des Künstlers da. Mhm. Sondern es kann entweder abgeholt werden oder es wird zugestellt. Ja. Und genau, und dann würde ich dem Herrn Rhodes einen Scheck ausstellen. Noch haben wir den 6. Januar noch nicht, aber ja. Ja, gut, jetzt ist mindestens der 2. Ja, also wir sind jetzt irgendwie in den ersten Januartagen. Ja, genau. Mhm. Nach Weihnachten kauft sowieso keiner. Das ist richtig. Nach Weihnachten ist dann, also da, das ist einfach so. Die Leute haben kein Geld mehr und da ist es dann eher, dass die Leute sehen, da ist noch was. Und ich kann ihnen dann auch anbieten, wenn er möchte, können sie auch hier verbleiben, die nicht verkauften und bleiben dann einfach da stehen und können dann über die Zeit, wenn sich jemand findet, verkauft werden. Aber es gibt dann keine richtige Vernissage mehr, wo man dann... Ja, gut. Ja, dann haben wir jetzt irgendwann Anfang Januar. Mhm. Habt ihr selber noch irgendwelche Pläne, Ideen? Die Hattie wollte noch eine neue Jagdmethode entwickeln, hatten wir letztes Mal. Da habe ich geguckt, also ich habe nichts gefunden. Also ich bleibe bei dem, was ich habe. Also die anderen, die da stehen, die passen alle nicht. Also keine Ahnung. Eins ist ja dann, dass man da irgendwelche, also ich habe es mir genau angeschaut in der V5 und da war nichts, was, vor allen Dingen, weil die V5 wird daran operiert, wenn du dich für eine entscheidest, bekommst du Boni auf irgendwas. Ja, klar, und das war jetzt auch nur es gehen nicht um die Regeln, aber als Idee, wie man halt jagen kann. Nee, aber ich meine, die, halt gut. Selbst wenn man sich überlegt, wie die funktionieren würden, die würden mit diesem Charakter nicht funktionieren. Ach so, also, ja. Weil zum Beispiel Dominate habe ich halt nicht. Ja, nee, bei mir ist lange her mit der V5. Mhm. Ich habe es jetzt auch nicht extra nochmal. Den Sandman hatte ich damals auch für meinen Charakter, aber... Ich finde ihn halt sehr einladend, aber der passt tatsächlich auf Hattie nun so gar nicht. Ja, genau. Weil die sehen wir jetzt nicht irgendwo auf der Fensterbank lauern und... Nee. Irgendwie. So, wenn der Vampir dreimal klopft oder so ähnlich. Let me in. Hello. So, jetzt habe ich gerade festgestellt, ich kann nicht wirklich schreiben mit einem Stift, seitdem ich diese Brandverletzung habe. Ich habe es noch nicht versucht. Brandverletzung, aggravated damage. Ja, hier, aggravated damage. Man sieht sogar, ich habe eine Brandblase. Und wirklich übel. Was hast du angestellt? Möchtest du das erzählen? Ich habe einen Topf, der auf einem angeschalteten Herd war, von dem ich nicht wusste, dass er an war. Das war ein Metalltopf und der hat sich dann erhitzt und ich habe den Topf einfach angefasst. Mit der rechten Hand, wie man das so macht, und richtig diesen Greifgriff gemacht und Flamm. Also es hat so weh getan. Und jetzt kann ich halt keinen Stift halten. Ich habe es noch nie versucht. Also tippen ging einigermaßen, aber ich kann da halt keinen Stift halten, weil ich den nicht auflegen kann. Gut. Dann schreib's ich. Hat Krakel 6 Bilder verkauft. Macht ruhig weiter, Kinder. Es gibt doch sowas wie Sprachmemo irgendwo. Man kann jetzt sowas so zwischendurch ihre Notizen. Ich kann ja nur sagen, das ist dann die gesamte Aufzeichnung, ein einziges Sprachmemo. Ich wollte gerade sagen, eigentlich haben wir ja auch eine Aufzeichnung. Ja, stimmt, aber man muss ja nicht alles aufschreiben. Das, was Bree tatsächlich machen würde, einfach als letzte neugierige Tat, um das Mädel zu finden. Wir haben ja das Bild. Ja. Davon hätte Bree sich tatsächlich ein Bild gemacht.
Ja. Weil ich glaube, Charlie hatte uns die Bilder nur gezeigt. Sie hat uns nichts geschickt, Genau, richtig? ja. Das heißt, sie würden ein Foto von dem Bild von unserem hübschen Künstler machen, weil da ist sie ja zu sehen und würde das tatsächlich mitnehmen und würde sich nochmal mit Ellie, ihrer kleinen Computerdame, mal Ja, auf ein Käffchen natürlich. treffen und ihr das so in die Hand, also nicht in die Hand, also virtuell in die Hand drücken, rüberschicken. Mit Schätzelein, so als Nebenauftrag. Ist jetzt nicht Urgency sofort, aber wenn du mal Lust und Laune hast, so gesichtserkennungsmäßig, falls du ein paar der Verkehrskameras oder so hacken kannst, gerade so, wir wissen, dass sie so Central Park Nähe sporadisch auftaucht. Also all die kleinen Häppchen würde sie Ellie mitgeben. Wir suchen sie. Okay. Oder würde sie noch ein bisschen extra Geld dafür kriegen? Wobei das Alles Geld will klar. sie virtuell haben und nicht bar, gehe ich davon aus, aber. Wobei Oder bar vielleicht lässt sogar sich nicht. gerade bar, weil das Gerade nämlich lässt bar, weil sich das null lässt sich nicht tracken. Das verfolgen. stimmt. Ja. Ja, dann würde sie nochmal Geld obendrauf quasi. Beziehungsweise nach dem Umschlag 1 würde jetzt ein Umschlag 2 erfolgen, wo Ja. noch ein bisschen extra da ist. Ja. Und sie hat ja meine Nummer. Und dann soll sie einfach laut geben, wenn sie was Okay, findet. ja, alles klar. Weil ich denke, das kostet ein bisschen Zeit. Das ist jetzt nicht, wir sitzen Ja, 5 Minuten klar. im Café, Klicker, Klicker und dann hat es. Das glaube ich nicht, sondern. Und Marina wird tatsächlich sich zum Sommersemester, das im Mai beginnen wird, an der Name hier einfügen. Ich habe es jetzt gerade vergessen, welches ist. University Ja, du hattest of. es so Ja, umgeschrieben oder genau. gesagt, ja. Für einen Master in Accounting einschreiben. Ja. Der dazu führen Am wird, dass sie, Brooklyn College steht hier. genau, dass sie regelmäßig, unregelmäßig, tagsüber zu nicht vorhersehbaren Zeiten jeweils mit dem Auto von uns dahin fahren muss, um an Vorlesungen, Seminaren etc. teilzunehmen. Was auch bedeutet, wir brauchen eine Aushilfe. Das heißt, wir werden eine Anzeige schalten. Wir brauchen eine Aushilfe für den Verkauf von Antiquitäten und Schmuck. Nicht für die Auktionen, aber die Antiquitäten und Schmuck. Und please send a CV. Und das werden wir dann tatsächlich auf unserer Website. Wir haben ja eine unter Jobs und so. Und dann werde ich auch mal meinen Kolleginnen und So Kollegen. Karriere. Ja, genau, Careers. Und dann werde ich auch mal meinen Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht möglicherweise Kinder haben, die vielleicht eine kleine, ein Praktikum oder irgendwas machen wollen oder so, denen auch mal das sagen, dass ich eine Person suche, die bei uns arbeitet. Zumindest für ein Jahr. Okay, alles klar. Ja, Und sie wird natürlich bezahlt. Gut, Davon würde man alles nicht klar. Es ist kein ausgehen. unbezahltes Praktikum, wo man dann auch noch dem Arbeitgeber Geld geben muss, damit man. Sondern ja. Das heißt, du machst das nur über die Homepage und dann halt die Kontakte oder dass du auch. Ja. Also als Arbeitsamt gehe ich damit nicht. Nee, aber hätte ja sein können, dass so ein Aushang, es gibt ja irgendwie Kunsthochschulen sicherlich in New York. Das glaube ich eher nicht, denn ich brauche jemanden, der eher mit Wirtschaft zu tun hat. Denn Ach ich brauche so. jetzt niemanden, der das Ganze begutachtet. Das ist ein Bonus, den sie hat, aber hauptsächlich ist sie natürlich eher Computer und so. Sie ist jetzt, ich bin die Kunsttante. Ach Ich so, schaue nochmal okay, nach. gut. Sie hat schon auch Academics Art 3, aber sie ist halt Computer, Finance, Law. Das ist so ihr Ding. Sie ist die, sie ist, sie muss ja das Business quasi machen, weil ich ja eigentlich aussuche, was für Stücke wir. Gut, alles klar. Ja. Das ja, dann auf diese Weise. Gut. Ja, mit Hetty. Es ist der 3. Januar ungefähr. Und ja, du kommst halt an deinen Schreibtisch dran. Wer du? Du, Hetty. Ich? Ah, okay, sorry, Ja. ich habe das jetzt. Ja. Und Würfel mal auf Perception Alertness. Gott, du siehst wieder Figuren in deinem Zimmer stehen. Nee, mein Schreibtisch greift mich an. Nein, Ich das habe ist. heute, nein, ich hab heute die Folge gehört, in der Gebedo von einem Besen angegriffen wurde. Ja, aber bei Vampires gibt es, soviel ich weiß, keine Mimics. Das wissen wir nicht. Zwo. Ich glaube nicht, dass ich das in der Vier. Lore irgendwo gelesen hätte. Möchtet ihr einen Schaden, Perception dann erfinden wir die Awareness. einfach. Ehrlich, die Magier können wahrscheinlich alles in Bewegung setzen. Und so. Oh, you never know. Oder ein komischer Tremere, den man irgendwie geärgert hat. Ein Tremere? Mein Schreibtisch verwandelt sich in ein Tremere.
Nee, der Trimmer hat deinen Schreibtisch lebendig gemacht. Achso, oder so. Ich glaube, es gibt tatsächlich irgendwie Rituale, ja, wo man sich also nee. Kann also wo, gegen was würfel ich denn? Normal gegen 6, wenn ich nichts sage, ist ja, gegen 6. Ja gut, sechs. Dann habe ich einen Erfolg, denn ich habe eine 6, eine 7, eine 9, aber auch 2 Einser, die massiv stören. Oh. Also ich habe einen gut. Erfolg. Dann bist du dir überhaupt nicht sicher, aber irgendwie... Normalerweise würdest du irgendwie so ein Mäppchen mit den Unterlagen auf die, weiß nicht, rechte Seite. Ich habe OCD. Ich bin Fuchs teufelswild. Meine Mappe ist weg. Nee, die liegt nur auf einer anderen Seite oder halt ist irgendwie verschoben oder sowas. Also die normale Ordnung ist, ob du das nur selber warst, das weißt du nicht. Ich oder? Greife sofort zum Telefon und ich wähle Bree's Nummer. Ja. Oh Gott. Gehst du ran? Hast du, wenn du nichts anderes vorhast, ich meine, du kannst gerne jetzt dann zur Verfügung stehen. Ich sitze wahrscheinlich gerade auf dem Dach und sehe zu, dass meine Katzenfreunde ihnen gut geht und entschuldige mich dann einmal kurz und stiefel mal an den Rand und setze mich so an die Ecke. Hattie. Es war jemand in meinem Haven. Es war diese Entität, von der ich dir erzählt habe, die ich aus dem Spiegel, aus dem Augenwinkel im Spiegel gesehen habe. Es spukt. Ich habe es immer gesagt, ich habe einen Mitbewohner. Ich würde ja fragen, was passiert ist, aber wir wissen ja auch, dass wir das, beziehungsweise wir haben ein sicheres Telefon, gell? Und ein unsicheres Telefon und wir sprechen über das sichere Telefon, gehe ich jetzt davon aus, weil Arbeitsdeals gehen übers normale Telefon und auf jeden Fall die normalen Arbeitsdeals. Denn meine Dokumentenmappe lag 15 cm zu weit links. Sie lag nicht an ihrem normalen Platz. Das heißt, irgendjemand hat sie verrückt. Das ist ein Notfall. Hattie, bist du sicher, dass nicht irgendeiner deiner Angestellten? Sean hält sich von meinem Schreibtisch fern. Und Marina würde meine Dokumentenmappe nicht anfassen. Und selbst wenn sie es täte, um Staub zu wischen, was sie nicht tut, ich wasche mir schon meinen eigenen Staub, würde sie sie genau an dieselbe Stelle zurückregen. Sie weiß, dass es mein Heiligtum ist und da darf nichts verstellt werden. Bist du sicher, dass du nicht irgendwie aus Versehen dagegen gekommen bist? Was glaubst du, wer ich bin? Ich erinnere mich an alles. Das war jetzt eine Katze im Hintergrund. Nein, das war Bree tatsächlich. Ja. Wir haben übrigens gerade Cat-Content, so ein bisschen kann man es noch sehen bei dir, Callisto. Ja, man sieht den Flusch auf dem Rucksack. Ja. Also den Rucksack sieht man nicht, aber... Man sieht den Fluch, die Öhrchen. Man sieht den Fluch, die Öhrchen. Ich mache hier noch kurz zu Ende und dann komme ich rum. Ja. Ich habe meine Bürotür von innen verriegelt. Das heißt, du wirst da klopfen müssen. Unten kommst du ja von selber rein. Ich lasse dich dann rein. Dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz. Dann weiß ich, dass du es bist. Möchtest du unten nicht vielleicht auch sicherheitshalber so richtig abschließen? Da ist ja eh zu. Aber du kommst ja rein. Guck doch parallel mal, ob irgendjemand drin war, vielleicht nur während ich weg bin. Gute Idee. Du hörst, wie ich meinen Revolver ziehe und den Hahn spanne. Ja. Wir sehen uns gleich und ich lege auf. Sei vorsichtig, geht's ins Nichts und Bree denkt sich, Katzen sind so viel einfacher in der Kommunikation. Wieso? Meine Kommunikation war einfach klar und to the point. Bree hätte natürlich das wunderbare Bild dem frechen kleinen Kater gezeigt, gell? Dass er sogar künstlerisch verewigt ist und dass er ganz besonders stolz auf sich sein kann, weil das schafft wirklich nicht jeder. Also der wird mit Interesse dieses Blatt Papier, oder es sei denn, es ist irgendwo im Rahmen drin. Ist im Rahmen drin, okay. Nur falls er wird zumindest die Idee mal hat. Irgendwo daran rumschnuppern, aber ich bin mir nicht sicher, ob eine Katze so ein Bild erkennen kann. Nein, ich glaube kann, ne? Also, nicht, aber Bree wird es ihm trotzdem erzählen. Ja? Und also, ich glaube, man sieht es in Katzenvideos oder so, dass irgendwo bei so einem hochauflösenden 4K, 8K, sonst was Fernseher, da öfter mal so ein Vögelchen oder so, dann da kann auch ein Adler sein, ne? Dann wird dann schon. Einfach eine Katze mal angesprungen oder so. Ja. Und im aber Spiegel erkennen sie auch eine andere Katze. Bei einer Zeichnung glaube ich nicht, dass der Kater darauf reagiert. Aber wie gesagt, Bree wird sie mitgeben. Man muss ihm das zeigen. Ich meine, es ist eher natürlich Katzen. Ja, also er interessiert sich mehr, dass das irgendwie anders riecht und dass irgendwo ein Ding ist, was er noch nicht kennt oder so. Also mehr so die möglicherweise, wenn es Glas hat, spiegelt er sich ein bisschen. Ja.
Und wie gesagt, die Tonspur dazu, dass es was ganz Besonderes ist und dass er da extra stolz auf sich sein kann, weil es da nicht wirklich viele Katzen von gibt. Das wird, glaube ich, was sein, was ihn dann noch ein bisschen größer werden lässt. So. Also, flustert sich so ein bisschen auf. Er kriegt dann nochmal ein extra Leckerli. Ich sehe nochmal zu, ob es allen gut geht und werde tatsächlich noch so eine Stunde, 20 Minuten auf dem Dach bleiben, bevor ich Anstalt mache, runterzugehen. Denn bei dir ist es auch so, dass zwischendurch ja nochmal neue Tiere dort auftauchen. Mhm. Und da ist auch ein sehr hübsches Exemplar jetzt mit dabei. Die ist von der Grundfarbe her sandfarben, ist aber eher gefleckt und nicht getigert. Hat eine sehr grazile, stolzen Gang, grüne Augen. Und die umrundet dich halt so ein bisschen und halt bei den anderen Katzen. Und streunt da halt so mit rum. Also, aber sie ist wirklich hübsch. Bree. Warte, ich grübel gerade. Sie kann ja mit denen kommunizieren. Sie wird die Katze tatsächlich nur begrüßen und einfach nur schauen, ob sie sich, ich sag mal, einfügt in das Ganze. Sie würde jetzt von dem Futter oder so nichts nehmen. Vielleicht, ich weiß, du hast bestimmt auch Wasser mit hingestellt oder so. Ja. Da ein bisschen was trinken, aber das Futter scheint sie nicht zu mögen. Und okay. Ja, keine Ahnung, ist ein bisschen anspruchsvoll wahrscheinlich. Frisches gibt Hähnchen und frisch zubereiteter Max für die Dame. Ja, wer weiß, vielleicht, wo sie herkommt. Hier lebt ja alles querfeld ein. Mhm. Hier sind Leute mit viel Geld bis zu nicht viel Geld. Ja. Das könnte auch durchaus eine teure Rasse sein. Ich weiß nicht, ob Brianna sich jetzt schon mal so explizit mit Katzenrassen auseinandergesetzt hat. Ich denke so grundlegend schon, es ist aber nicht ihr Hauptgebiet. Ich denke, sie wird eher gucken, ob die Katze gepflegt und ordentlich aussieht. Also man sieht ja auch die Fellfarbe, ob es stumpf ist oder ob es glänzt und gut durchgebürstet ist. Perfekt gepflegt. Ja, ja. Nur weil die halt... Also ich wüsste nicht, dass es irgendwie eine Hauskatze gibt, die so Tupfen hat, bis auf ein paar spezielle Rassen. Eine sehr gute Frage. Bree wird sie tatsächlich eine Weile nur beobachten. Ja. Wahrscheinlich einer der Gründe, warum sie sich tatsächlich die Viertelstunde, 20 Minuten Zeit lässt. Ja. Um ein bisschen zu schauen. Wie gesagt, zu gucken, ob sie sich, ich sag mal, wenigstens friedlich mit den anderen, dass es das keinen Streit Fall, gibt. Ja, weil Katzen, die Stress machen. Nein, absolut nicht. Also die da ist die Dachkante, total lieb. Nein, nicht ganz, aber. Nein, die ist total lieb. Die, also wenn Katzen so miteinander interagieren, dass sie sich mal so beschnuppern, sie geht doch dann mal so irgendwie außen rum oder so, setzt sich mal an die Seite, putzt in ihr Fell. Sie ist einfach nur da und ist jetzt hier mit in der Gesellschaft. Ne? Also wie gesagt, sie nimmt ein bisschen Wasser, kein Futter. Das ist nur das, was jetzt halt neu ist als sonst. Ne? Registriert Bree und wird dann neugierig gucken, ob die nächsten Male sie auch wieder auftaucht oder ob das so ein Einmalbesuch war. Bree wird sich verabschieden, sie wird ein bisschen Futter da lassen, das Wasser... lässt sie auch da, wobei ihr bewusst ist, dass Wasser wahrscheinlich nicht lange in Wasserform da sein wird, sondern sehr schnell ein Eisschleckblock sein wird, weil es einfach... Ja. Es ist halt Winter, aber sie lässt es da, verabschiedet sich und wird dann nach unten gehen. Ich glaube, den kleinen frechen Kater hatten wir Milo getauft, kann das sein? Das könnte sein, ja. Ansonsten heißt er jetzt so. Okay. Der sitzt schon irgendwie so, ich weiß nicht, der muss ja irgendwie auch einen Weg nach unten geben. Ich glaube, der ist jetzt drauf und dran, seine Heldentat nochmal wieder zu wiederholen, wenn das schon so eine Aufmerksamkeit gibt. Dann kriegt er ein kleines viel Glück. Ich denke, dass man tatsächlich über die Nachbarhäuser hier und da tatsächlich runterkommt als Katzenvariante. Gehe ich davon aus, dass die hier rumstreuen. Wenn die gut klettern können, dann können die auch diese Feuertreppen, wobei das wirklich nicht ganz so angenehm ist, weil es so ein Rost ist, ne? Aber also ich denke, wie gesagt, die Häuser stehen ja alle nebeneinander in verschiedenen Höhen. Ja. Und eine Katze kann ja tatsächlich auch ein Stück springen, wenn sie möchte, auf jeden Fall runter. Also die finden ja Wege, wo man selber immer da denkt, wie? Die werden da einfach ihre Wege finden. Genau. Also er ist drauf und dran, da jetzt nochmal auf Beutezug zu gehen. Wie gesagt, er kriegt ein viel Glück von Bree und dann wird sie sich in ihre dicke Jacke packen, ihr Fahrrad nehmen. Nein, ihr Motorrad nehmen.
Und vorsichtig, weil Winter, kalt, gegebenenfalls Eis, sich Richtung Hattie bewegen. Ja. Ohne eine Waffe dabei zu haben. Gut. Du kannst Hattie ja dabei fragen, wie sie meint, einen Geist zu erschießen, aber. Gut, du kommst dort an. Ich gehe davon aus, dass Hattie sich alleine mit der Waffe in der Hand schon sicherer fühlt, egal. Achso, der psychologische Effekt. Das ist so ein Festhaltemoment. Ja. Bree wird tatsächlich unten. Sie wird Hattie eine Nachricht schicken. Bin da, komme rein. Und dann wird sie tatsächlich ihren Code eingeben und wird tatsächlich den Raum betreten unten und wird sich dann nach oben bewegen mit Hattie, it's me. Und wird sich dann nach oben bewegen und sitzt dann da und denkt sich, was war das für ein Klopfzeichen? Sie klopft irgendeinen lustigen Rhythmus, garantiert nicht den Hattie ihr gesagt hat, und würde nur sagen, Hattie dir? Alles okay? Ich weiß nicht, was habe ich denn gesehen? Ich bin einmal mit gezogener Waffe durch mein Haus gelaufen, habe ich irgendwas gesehen? Dein Haus, also nicht, dass du jetzt irgendwas Ungewöhnliches sehen würdest. Gut, also dann habe ich die Waffe jetzt mittlerweile wieder weggelegt, natürlich gesichert. Ich schließe die Tür von ich entriegle die Tür und mache sie dann auch gleich noch auf. Du musst dann nicht noch den Code eingeben. Dann sage ich, also guck, hier, Corpus Delicti. Siehst du diese Dokumentenmappe? Mhm. Normalerweise liegt sie hier und ich deute auf den Ort, an dem sie normalerweise liegt. Wie du siehst, hier, und ich ziehe ein Lineal, 15 cm Abstand. Also genauer gesagt 16,5. 15 war vorhin geschätzt, als ich mit dir telefoniert habe. 16,5 cm. Bree würde einfach mal ihren Ellbogen auf den Tisch legen und leicht rüberschieben und würde die Mappe dann wieder dahin schieben, wo sie vorgelegen hat. Es geht ganz einfach aus Versehen, die zu schieben. Also warst du? Wer sollte es gewesen sein? Ich war es nicht. Sean ist nicht hier gewesen. Marina desgleichen. Irgendjemand war es aber. Aber ein Geist. Ein Geist oder diese Cassandra oder Charlie oder vielleicht diese Tremere? Marsika, was weiß ich? Warum sollte Marsika bei dir... Entschuldigung. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Entwickelst du jetzt absolute Paranoia, dass du jetzt niemandem mehr traust? Irgendetwas geht hier vor. Ich habe es dir schon mal gesagt. Was wissen wir denn? Vielleicht war Cassandra da und hat meine Dokumentenmappe gelesen und sie dann nicht ordnungsgemäß zurückgelegt. Seit wann lesen Geister Dokumente? Was steht in der Mappe überhaupt drin? Was ist in der Mappe heute drin? Also ist da irgendwas Besonderes drin? Ich weiß nicht, was du sonst so auf dem Schreibtisch rumliegen hast, irgendwie Geschäftsunterlagen oder was. Auf meinem Schreibtisch liegt nichts rum. Nee, ja, auf meinem Schreibtisch liegen Gegenstände an sehr geordneten Plätzen. Nun, aber das sind doch hier keine Top-Secret-Unterlagen. Was hat denn, wenn Cassandra reingeguckt hat, hat sie was daraus gewonnen? Nein. Das kannst du überhaupt nicht wissen. Wir wissen ja immer noch nicht, was Cassandras Wirken eigentlich ist. Sie ist einmal aufgetaucht. Hat dich gewarnt, dass ich Hilfe brauche. Mhm. Was etwas Positives ist. Sie hat geholfen. Seitdem hast du sie nie wieder gesehen. Und vielleicht möchte sie den Laden übernehmen. Warum? Ich weiß es nicht. Ich kann dir nur sagen. Machst du einfach nur einen anderen Laden auf? Irgendjemand war hier. Hat irgendjemand den Code benutzt, der. Cassandra hat ihn damals auch. Spuren? Nein, habe ich nicht. Bree wird jetzt nochmal jedes Fenster und jede Tür abgehen und untersuchen auf Einbruchspuren. Ich stehe da, ich verschränke meine Arme und sage, wenn es ein Geist ist, dann ist das vollkommen irrelevant. Und für Cassandra war es auch komplett irrelevant. Ja, aber wenn es ein Geist ist, kann es überhaupt nichts anfassen und dann wird es auch keinen Laden übernehmen. Weißt du übernehmen. Das so genau? Weißt Wie du soll das denn so genau? ein Geist einen Laden führen unter Menschen und Kainiten? Kannst du mir das erzählen? Vielleicht haben Geister auch sowas wie Ghule. Geben die ihnen Geisterblut oder... Hattie, magst du dir selber zuhören? Ich habe ja schon mitgekriegt, dass je älter Kainiten werden, desto schneller ist die Tendenz zum Verlieren der Realität da. Aber wenn ich dir das erzählen würde, würdest du vor mir stehen und ein wenig sorgenvoll gucken.
wie dem auch sei. Ich gehe jetzt in Ruhe alles. Ich gehe jetzt in Ruhe alles durch und schaue, ob jemand eingebrochen ist. Dann mach doch mal bitte auf Wits oder Perception. Eher Perception, ne? Und Investigation. Okay, Perception. Jupp. Wahrnehmung und Investigation. Und Investigation. Ein Erfolg. Die Fenster sind normal zu, also so wie Hetty das immer macht. Die werden wahrscheinlich ordentlich verschlossen sein. Du wirst auch wahrscheinlich ordentliche Fenster haben, ne? Also keine, die man... Ja, natürlich. Ne, siehst du. Auch an der Tür ist jetzt nichts zu finden. Also von daher alles in Ordnung. Hast du die Videokameras dir schon angeschaut? Es ist definitiv keiner eingebrochen. Ich gucke mir die Videoaufzeichnungen an. Ja, ihr braucht so halbe, dreiviertel Stunde, dass man so im Schnelldurchlauf die Videos durchgeht. Alles in bester Ordnung. Also in welchem Zeitraum möchtest du denn eigentlich gucken? Na ja, gut, seitdem ich das letzte Mal wach war, weil mich da war ja der Ordner an seinem Platz. Oha. Ja gut, dann braucht ihr vielleicht mindestens eine Stunde, das ist kein Problem, um das durchzugucken, wenn man so im Schnelldurchlauf durchspulen lässt. Wobei, wie viele Kameras hast du? Ja, in meinem Raum nur eine. Weil es interessiert mich ja nur, wer in meinen Raum reingekommen ist. Die habe ich installiert, nachdem Cassandra gekommen ist. Also in meinem Raum habe ich nur eine einzige Kamera. Und die ist tatsächlich, die hat ihren Feed nur direkt in mein Zimmer. Also die ist jetzt nicht Teil des Ganzen, sondern die ist wirklich nur da drauf. Geht Marina da tagsüber hin? Ja, also sie geht natürlich, sie geht da rein. Sie könnte theoretisch auch, wenn sie wollte, in mein Schlafzimmer kommen und Sean auch. Die wissen aber, dass die Kamera da ist, weil ich die installiert habe. Ich habe ihnen das ja erzählt von diese Cassandra-Geschichte und gesagt, also falls es wieder passiert, möchte ich das irgendwie überwachen. Da oben ist jetzt eine Kamera. Das heißt, die wissen, dass die da ist, weil ich will die ja auch nicht irgendwie... Also quasi reinlegen. Ich will ja meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht ausspionieren. Und die kommt da tatsächlich rein. Die legt Sachen drauf, wenn irgendwas ist, die legt ja die Abrechnungen drauf und so. Aber ich habe so ein Tray, da steht drauf in. Und da legt sie das dann rein. Okay, alles klar. Ja, und davon gibt es ein Radiergummi und ein Lineal oben. Das liegt da ja auch anscheinend immer noch original. Ja, jetzt wieder. Ich habe es jetzt wieder zurück. Ja. Genau. Ja, deswegen ist Marina sicherlich auch drauf auf den Aufnahmen. Da würde ich davon ausgehen. Die halt, was nicht, so normales Tagesgeschäft, das, was sie halt immer macht oder was, wenn du es zwischendurch mal kontrolliert hast, also ganz normal ihren Sachen nachgeht. Ja, und dann irgendwann, Marina schon seit einiger Zeit nicht mehr gesehen zu werden, es gibt so ein Flimmern auf der Kamera. Und dann geht das Bild normal weiter und dann ist der Schreibtisch, der vorher genauso aufgeräumt war, wie du ihn haben wolltest, dann halt so, wie er jetzt ist. Dann also er, also, ich also im Endeffekt zurück. Ist es so ein Krüssel. Ja, wir spulen zurück. Dann ist der Schreibtisch da und du siehst, dass die Mappe jetzt verrückt ist. Wir machen jetzt nochmal Slow-Mo, weil gesehen haben wir es beide. Und versuchen das nochmal so in Zeitlupenformat vorzuspulen und zu gucken, ob man irgendwas sieht. Also ist dann so Schnee, undeutlich, ne? Also so verzerrt. Okay. Du hast das auch gesehen, richtig? Pause drückend während des Schnees. Ja. Also irgendetwas ist definitiv... Aber du hast auch gesehen, dass vorher... Ja. Und nachher. So. Es tut mir sehr leid, dass ich dich angezweifelt habe, aber es klang vor allen Dingen mit all den Ideen, wer es so alles sein könnte, halt... Ein wenig weit weg von... Ich lege die Fernbedienung hin. Ich lege dir meine Hand auf die Schulter und sage, du hast recht, was ich gesagt habe, klang wirklich komplett verrückt. Aber ich habe mich nicht geirrt und ich bin froh, dass wir beide das jetzt gesehen haben, weil das ist wirklich komisch. Die Frage ist, was... Ich würde das nochmal in normaler Geschwindigkeit laufen lassen wollen. Ja. Und dabei tatsächlich auf meinem Handy, weil die haben ja solche Stoppuhren, wenn das Flimmern einsetzt,
einschalten, um dann zu gucken, wie lang das tatsächlich ist. Weil wenn das jetzt meinetwegen 3 Sekunden ist, dann müsste es was Übernatürliches sein, weil 3 Sekunden... Du hast ja bei solchen Überwachungsvideos meistens auch einen Zeitstempel. Ja, dann würde ich damit drin, überlegen, dass wir auf einen Zeitstempel gucken, wann hat es angefangen und wie lange ist... Oder ist plötzlich irgendwie magisch die Zeit 2 Stunden vorgesprungen? Nee, 2 Stunden nicht. Also es ist im Endeffekt tatsächlich so, dass dann irgendwo es fängt halt an zu knistern, dass mal irgendwie so eine Bildstörung durchgeht. Dann kommt dieser Schneeeffekt. Mhm. Und wenn es dann weitergeht, ist halt die Zeit oben jetzt nicht 2 Stunden, sondern 5 Minuten weitergesprungen. Also 5 Minuten ist ordentlich. Das könnte dann theoretisch auch ein Mensch gewesen sein. Also es muss dann gar nichts Übernatürliches gewesen sein. Ja, also wie gesagt, so 5 Minuten etwa. Also nicht wirklich lange, also nicht stundenlang, sondern ja, halt ja, nur... Aber, Brie würde sich aber die Zeit einmal aufschreiben, wann das ungefähr war. Genau, um wie viel Uhr, ja. Und dann sollten wir vielleicht doch mal die Kamera für unten uns anschauen. Vielleicht ist doch jemand reingekommen oder ob es nur magisch hier in dem Raum war. Nur um auszuschließen. Ich befürchte, wir sehen auf der anderen Kamera nichts, aber gucken sollte man. Ja, aber das machen wir, genau. Aber ich würde noch eine Sache machen, bevor wir das tun. Nee, das mache ich nicht. Wir gehen runter und würden unten die Kamera angucken, also die Aufzeichnungen der Kamera. Wir haben ja eine, die außen ist, das hatten wir etabliert, die ist tatsächlich nur für den Eingang. Genau. Steht aber auch dran, CCTV, bla bla bla. Mhm. Und eine für und mindestens eine im Verkaufsraum, möglicherweise zwei sogar, weil der Verkaufsraum ja schon ein bisschen größer ist. Und dann würden wir die angucken. Mhm. Ja gut, ein bisschen größer, du wirst dann so ein Fischei haben, Fischauge. Ja, aber ich denke, Kunstwerke wirst du zwei haben. Alleine aus Versicherungsgründen, weil Hattie wird alles, was da ist, garantiert versichert haben, falls was passiert. Ja. Und eine ist natürlich auch ganz wichtig, weil eine würde tatsächlich den Verkaufstisch quasi einfach auch als Sicherheit für die Mitarbeitenden, falls jemand versucht, die zu überfallen. Es kann sein, dass jemand einfach nur versucht, die Kasse auszuräumen. Also, dass die Leute auch gleich wissen, wenn ich da reingehe, mich beobachtet jemand, auch wenn ich an der Kasse irgendwas mache, ohne irgendwas aus dem Verkaufsraum zu entfernen. Genau, also das wäre dann der, und dann würden wir gucken nach derselben Uhrzeit also oder demselben vorher, Zeitraum. Ein bisschen plus, minus, nur um zu gucken, ob da alles normal ist. Das war schon zu einer Zeit, wo halt nicht mehr wirklich was in dem Laden also wo schon nach Geschäftsschluss. Genau. Mhm. Okay. Also, unten ist vielleicht Marina am Aufräumen. Das heißt, es war gleichzeitig schon dunkel. Also zu dem gleichen Zeitstempel, wo oben die Störung es ist. Es muss schon dunkel gewesen sein. Ja. Weil wir haben Januar, da wird es früh dunkel. Ja. Dann wo war ich denn dann? Oben? Wahrscheinlich oben hast du dich fertig gemacht oder irgendwie so. Es war so irgendwie dieses kleine Zeitfenster, wenn du aufstehst, du brauchst immer ein bisschen und machst dich fertig oder irgendwie sowas. Ne? Also in diesem Zeitfenster, wo Marina unten noch war, du jetzt hier irgendwo dann runterkommst oder so. Also im Endeffekt kurz vorher. Okay. Aber die Außenkamera zeigt halt den Eingangsbereich. Da ist halt nichts weiter passiert. Also, weiß nicht, der letzte Kunde geht irgendwann, das habt ihr vielleicht irgendwie mitgekriegt. Marina fängt dann unten an, ein bisschen aufzuräumen oder mal irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, so einen Glasreiniger zu nehmen und irgendwie eine der Vitrinen vielleicht noch überzuwischen, weil da irgendjemand Fingerabdrücke drauf gemacht hat. Irgendwie so Kleinigkeiten. Also Marina ist unten mit ihren normalen Arbeiten halt beschäftigt und hat halt irgendwie dann, keine Ahnung, auch die Unterlagen für den Tag dann bereitgelegt schon. Und in diesem Zeitfenster ist dann gleichzeitig oben in einem Arbeitsbereich wohl diese und Störung unten gewesen. Unten sieht man nichts. Keine Störung, gar nichts. Nee, da ist alles ganz normal. Also dann wissen wir aber auch, also um den Zweifel, den ich nie hatte, auszuräumen, Marina war es offensichtlich nicht, weil sie zu der Zeit unten war. Ja. Sean ist nicht da, also nicht notwendigerweise, der war nicht da. Und Sean ist jetzt auch nicht der Filigrane, der eine Kamera... Er wird die Kamera kaputt hauen, damit sie nichts aufzeichnet. Und beide sind ja nicht dumm. Sie wissen ja, dass oben eine Kamera ist. Also die ich glaube nicht, würden Gule ihren Herrn und Meister wirklich... Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, das können die gar nicht. Also im Normalfall nicht. Also ich meine, das ist, die müssten dann schon gewendet im Normalfall nicht. Sie müssen dann... Genau. Aber ich hatte nie auch nur eine Sekunde... Ich hatte ja auch gesagt, es war weder Sean noch Marina, weil Marina weiß und Sean, dass mich das wirklich nervt. Das haben sie mitbekommen. Und Sean wird deine Papiere nicht anfassen, das glaube ich nicht. Ja. Das ist ja auch nicht sein Ritt. Er würde es unter Umständen machen, wenn es wirklich dringend ist, aber er würde mir einen Zettel hinlegen und sagen... You know, I looked at them, Sean, bla, weil er weiß, dass es mir auffallen würde.
Also, aber Sean, der ja schon seit Jahrzehnten in deinen Diensten ist, der kennt deine Marotten. Nein, also er würde es nicht machen, aber es wäre halt wirklich so, müsste er aus irgendwelchen Gründen, hätte er das Gefühl, er muss das jetzt machen, dann weiß er, es fällt mir auf und er würde mir einen Zettel hinlegen, dass er weiß, reg dich nicht auf, Dame, ich war's. Und er würde die Mappe auch nie so schräg irgendwo verschieben, dass die, weil er genau weiß, dass du dich darüber aufregst. Das sorry, not machen. Sorry. Ja, oder falls es passiert ist, dann würde genau der Post drauf stehen, sorry, ich bin dagegen gekommen und ich habe nicht genau gefunden, wo es wieder gelegen hat. Passiert nicht wieder. Ja, nee, also, nicht das ist, dieser 2-Meter-Schrank. Nicht aufregen. Eher aus dem Punkt Don't be worried, das glaube ich eher, dass sie sagen würden. Mach dir keine Sorgen, es war niemand anders. Es war ich aus Versehen, sorry, ich weiß, aber war jetzt niemand sonst. Also Hattie, wir haben Option 1. Wir können eine gewisse Tremere fragen, ob sie mit ihren Computerkenntnissen irgendwas rauskriegen kann, was der Schnee ist. Da du ihr ja nicht traust, ist die Frage, ob ich meinen Computermenschen anfunken soll, ob sie was damit anfangen kann. Ich kann nur... Also wenn wir genug Geld bezahlen, sollten die Daten auch sicher sein. Dann schaue ich dich jetzt mal an. Ja, wir nehmen deinen Kontakt und ich habe eine andere Frage an dich. Kennst du irgendjemanden, der Fingerabdrücke nehmen kann? Theoretisch können wir das auch, aber willst du gucken, ob hier irgendwo... Ja, denn du und ich haben keine. Da wäre ich tatsächlich neugierig. Haben Vampire keine Fingerabdrücke? Nein. So Fingerabdrücke entstehen ja dadurch, dass du auf der Haut so einen kleinen Fettfilm hast und wenn du irgendwas anfasst, hinterlässt du so einen Abdruck. Dadurch, dass ihr aber keinerlei Physiologie habt, habt ihr auch keinen Fettfilm auf der Haut. Das heißt aber, wenn jemand mit Tinte Fingerabdruck dann, nehmen würde, dann also hätte ich, weil als Mensch habe ich ja einen gehabt. Okay, gut. Aber du hast also recht. Die Hautstruktur oder so, halt dieses Muster, das verschwindet natürlich nicht, aber... Das heißt, aber wenn wir dort Fingerabdrücke finden, die nicht von Sean und nicht von Marina sind... Dann war irgendein anderer Mensch da und da kommt, hier kommt kein anderer Mensch hinein. Wenn wir gar keine Fingerabdrücke finden, hatte die Person entweder Handschuhe an oder sie ist einer von uns. Es würde mich einfach nur interessieren, sind da Fingerabdrücke drauf? Ich glaube, du musst das Geschwisterpaar herhalten. Weil meine Computerdame hat ja einen Bruder. Das ist aber praktisch. Der mein Security-Spezialist ist. Das wäre der Einzige, der... Ich mache mal einen Anruf. Sie würde tatsächlich ihr Arbeitshandy nehmen. Ja. Wobei Grant wäre kein Arbeitshandy. Grant wäre das gesicherte Handy. Weil mit dem mache ich definitiv nichts Koscheres. Und was wobei gelogen, wenn wir... Aufträge haben, die besonders hohe Sicherheitsanforderungen haben für Transport, dann ist er... Sie ruft ihm auf den normalen Handy an, was jetzt erstmal eine neutrale Frage. Und sie und würde während du das machst, gehe ich mal zu meinem Safe. Ihren Grant Collins anrufen dann und gucken, ob er Safe. Da ist. Den mache ich auf. Wir machen erstmal den Safe. Zu dem Anruf kommen wir gleich. Ja, du machst den Safe auf. Ja. Ist der Ring noch da? Ja. Ist sonst genauso alles da wie... Okay, dann mache ich den Safe wieder zu. Da ist nichts ändere dran. Aber allerdings dann auch gleich jetzt erstmal die Kombi. Ja. Gut. Gerne. Das ist gar kein und Thema. Dann telefonieren wir. Ich lasse dich übrigens allein, während du telefonierst. Ich sage dann, ich bin unten. Okay. Gut. Dann, Brianna, beschreib uns doch nochmal. Du hast jetzt eben den Namen schon genannt und so ein paar Spezifikationen, genau. Wer das eigentlich ist. Ist der ältere Bruder von der lieben Ellie, die mein Computergenie ist, die wir ja schon leicht kennengelernt haben. Der liebe Grant ist, ich sag mal, Spezialist auf dem Feld Security, für Transporte, Wagen richtig sichern, Routen planen. Da ist er tatsächlich auch ein Fachmann, mit dem wir bei sehr wichtigen, großen Transporten arbeiten. Ansonsten nutzt sie ihn primär für ihre nicht so offiziellen Geschäfte, nämlich eher um rauszukriegen, wie man Security umgehen kann. Weil wer Security einrichtet, weiß auch, wo die Lücken sind. Ja. Und Grant hat definitiv die Security bei ihrem Haus alles mit eingerichtet. Also da wüsste er wahrscheinlich ein und aus. Und sie wird
Sie ist unschlüssig, ob der sich mit Fingerabdruck und Polizeiarbeit ja eigentlich mehr, ob er da unterwegs ist, aber sagt sich ehrlich, ein Anruf schadet erstmal nichts. Und Fragen kostet nicht. Ich weiß nicht, ob jemand, der wirklich in Security unterwegs ist, da jetzt einen Schwerpunkt hat. Der wird wahrscheinlich auch sagen, nimm eine Packung Mehl, mach und guck, ob Fingerabdrücke da sind. Aber schauen wir mal. Er hätte jetzt eher den Tipp, ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich irgendwie sowas, irgendwo in New York, der Bedarfsladen für den Hobbydetektiv oder Ja, so, dass irgend man sowas, irgendwo, weil also ich ich glaube, als Spieler denke mir, ich weiß sofort, was ich tun würde, aber ich glaube nicht, dass Bree das hätte, weil Bree ja. nicht mit den drei Fragezeichen aufgewachsen ist. Ja, wie gesagt, das wäre so, was Grant halt antworten würde, wenn ihr jetzt wirklich Fingerabdrücke nehmen wollen Ja. würdet. Ihr könnt bestimmt irgendwo, wie gesagt, wenn ihr in den richtigen Laden geht, so ein Set oder was mit diesem Pülverchen. Ich gehe mal davon aus, dass irgendwie so, wie gesagt, für den Hobbydetektiv, das ist kein Zeugs, was man nicht irgendwie, also was man legale, Also quasi so also Graphitpulver und dann so ja, ein schön genau. Das mit kann man mit sicherlich diesen auch ganz als tollen. Set Das kann man legal. bestimmt Das ist kaufen, ja, das ist ja nichts Rechtswidriges, wenn man bei sich zu Hause Fingerabdrücke nehmen möchte oder irgendwo anders. Oder Ehrlich, einfach nur aus Spaß. ansonsten. Es gibt Kinder, die spielen das. Ja, Ich habe das auch genau gehört. sowas, Für ja. meinen War völlig Neffen. legal, was wir da gemacht Also, haben. dann irgendwie dann wenn du jetzt selber so eine Datenbank anlegst und ne, dann selber so eine Fingerabdruck-Analyse machst oder irgendwie so etwas, dann könnte es wieder so mit Datenschutz irgendwie schwierig werden. Aber allein Fingerabdrücke zu nehmen oder halt irgendwo zu suchen, das ist überhaupt kein Problem. Ihr müsst halt nur jetzt dann Bree euch so ein Set bedankt sich besorgen. für den Tipp, wünscht ihm einen guten Abend, gute Nacht. Danke fürs noch rangehen zu Ja, später, sehr wobei noch gern. nicht ganz so später Stunde. Und Bree wird Ellie texten, weil ich glaube nicht, dass die eine anruft. Ich glaube, die haben eher eine Textkommunikation, wann hast du Zeit, wo treffen wir uns, irgendwie Situation ist. Aber sie wird Ellie schreiben. Hätte doch was Dringendes, gehackte Sicherheitskamera. Gib laut, wenn du Zeit hast. Grüß. Preis wie immer und noch mehr. Okay. Würde ich hier rüber schicken auf bekannte. Ich gehe davon aus, die hat auch zwei, drei Handynummern wahrscheinlich. Je nachdem, mit wem sie was gerade macht, ist sie irgendwie erreichbar. Und oder E-Mail sogar. Es könnte sogar Vielleicht ist E-Mail-Reihe das irgendwo sein. so ein Ding, was halt irgendwo elektronisch irgendwo, also in unbekannten Internettiefen gelagert wird. Und sie kann halt irgendwie darauf zugreifen, auf die verschiedensten Methoden. Dass halt das auch nicht zurückverfolgbar ist oder so, dass jemand einen anderen Weg nimmt, um da hinzukommen oder halt die Spuren verwischt oder was auch immer da jetzt hackermäßig möglich ist. Genau, also ich schätze, ich weiß gar nicht, wie gesagt, Telefon oder vielleicht sogar E-Mail, weil ich könnte mir mit E-Mail vorstellen, kann sie wahrscheinlich mehr machen, deswegen wird es wahrscheinlich eine E-Mail sein. Und dann würde ich tatsächlich Hattie nach unten folgen. Okay, also wir kriegen ein Crime Scene Latent Fingerprint Kit in Black von Amazon für 65 Pfund. Naja, Hattie, wir gehen jetzt noch shoppen. Die Geschäfte haben noch auf. Nee, Wir nee, sind also in ich meine, es geht, du Amerika. kannst sie tatsächlich Ja, kaufen. das Das ist, ist der, genau. Also wirklich, deswegen, also ja. ja. Siehst du? Ja, genau, wir gehen einkaufen. Wir gehen Ihr geht einkaufen. einkaufen. Buchläden, Spielzeugläden, das wird das Ziel sein, weil das ist genau der Ort, wo wir wahrscheinlich am ehesten etwas in der Richtung finden. Und wir können ja sagen, dass es für unseren Neffen ist, der total auf Sherlock Holmes und Detektivspielen steht. Und dann würden wir gucken, ob wir irgend so ein lustiges Set finden, auch mit diesen Klebern, dass man dann Ja, den ja. Fingerabdruck auch so, das würden wir uns dann shoppen gehen. Ja, das ist alles gar kein Problem. Ja. So 1,5 Stunden später seid ihr wieder da. Wobei jetzt so langsam mit dem Geschäft, ihr wart die letzten Kundinnen bei dem Geschäft, denn Das ist ich in muss mit dem Ordnung. Video Die Geschäfte durchgucken und haben so. halt hier bis 10, 11 teilweise Ja, auf. Das genau. ist Aber ihr habt unser mir die Videos Jahr. angeguckt Ja, und gut, aber es es ist ist eine ja, Phasenstörung. Dezember ist es natürlich, Januar ist es natürlich schon auch sehr, sehr früh schon dunkel. Also, wir hätten das wahrscheinlich so Wir gegen sind ja 18 Uhr früh. rausgehauen, ja. Ich Na gut, schätze, auf dass jeden ich Fall. zwischen 7 und 8 irgendwann bei dir aufgeschlagen bin, Wir haben es wahrscheinlich. also geschafft, auf jeden Fall. Ja. Dann würde ich sagen, aber bevor wir das jetzt da am Corpus Delicti ausprobieren, würde ich es ganz gerne mal woanders ausprobieren. Das heißt, Wir nehmen irgendwas, was deine liebe Marina definitiv Marina angefasst hat. angefasst hat. Ich denke, Das das ist macht sehr Sinn. einfach. Ich gehe runter, komm mit. Ich weise auf eines der Bilder von Mr. Rhodes. Die hat sie gehandelt. Man kann wahrscheinlich sogar Fingerabdrücke unter Umständen sogar sehen.
weil es ja eine shiny Surface ist. Es hat, ja, sie hat's nur habt gemacht. Ihr auf der Videokamera ja gesehen, dass sie mit dem Glas reingegangen ist? Ja, aber sie wird ja nicht alle Bilder jedes Mal abgemacht. Also ich meine, ja, wir nehmen irgendwas, aber sie wird die Kasse nicht davon aus, Schreibtisch, sie hat ja auch einen Schreibtisch und Kasse, da wirst du ja nicht alles immer sauber, weil, ja. Das heißt... Ja, dann... Dann versuchen wir das jetzt mal. Was würfelt man denn da? Wir lesen erstmal die Anleitung. Die Anleitung, okay. Mhm. Ich würde sagen jetzt dann Dexterity Investigation. Ja, dann mach ich mal Dexterity. Das habe ich nicht, aber ich kriege ein Plus. Hast du Investigation? Ja, natürlich habe ich Investigation. Ich wollte gerade sagen, dann mach das doch. Dann mach du. Intelligence Investigation. Dexterity Investigation, nicht Dexterity. Dann ja, weil es jetzt mehr. Mit Geschicklichkeit und so ist als eher eine Kombination. Ich ja noch ein mehr. Nee. Ich schaue ganz interessiert zu. Ich gehe davon aus, es ist nur gegen 6. Ja, wie gesagt, wenn ich nichts weiter sage, es ist gegen 6. Normale Schwierigkeit. 4 Erfolge? Ja, du kannst hervorragend Fingerabdrücke nehmen. Sogar teilweise unterschiedliche, wo vielleicht ein Kunde irgendwo mal auf diesem Verkaufstresen ist. Ja, oder Sean. Oder Sean, ja. Also ihr habt Fingerabdrücke, wem die gehören, ist eine andere Frage. Wir ziehen die tatsächlich ab und kleben sie auf. Ja. Einfach, um auch das Fixieren zu üben. Mhm. Da wir ja eh nicht wissen, wem sie gehören, ist das jetzt auch kein Datenschutz-Dings. So. Also, wenn Brianna in der Detektivschule gewesen wäre, die wären stolz auf sie. Mit 4 Erfolgen wäre sie Klassenbeste. Weil Brie weiß eher, wie man keine produziert, aber da muss sie sich auch nicht so viel Gedanken machen, theoretisch, dementsprechend. Ich ziehe dann aber gleich erstmal den Glasreiniger raus, weil mich dieses Graphit muss man wirklich schnell abziehen. Weil so, wenn man so diese Crime-Scene-Fotos sieht, wo mal jemand von der Spusi war, das sieht immer total verdreckt aus, überall diese Schmirage. Ich mache das gleich erstmal sauber. Ja, das ist so ein eben, Pulver, ja. Also ich weiß, dass das, was in unseren Detektivkästen früher drin war, das war auch magnetisches Pulver. Das konntest du wirklich mit so einem Magnetstab, konntest du das Grobe runternehmen, dass nur so der ganz feine Staub noch hängen blieb. Ich weiß nicht, ob die Profis das damit auch machen, weiß ich nicht. Aber es würde den Dreck erklären, der dann rumliegt. Ist das nicht mittlerweile irgendwie KT, Kriminaltechnik? Ich glaube. Nicht kann gut sein. Ich schaue noch die alten Tatorte von 1989 an, also komm mir nicht mit sowas. Nee, es kann gut sein, dass es KT heißt, ja. Also auf jeden Fall, wir gehen dann nach oben. Mhm. Und ich stelle mich andächtig, ich falte so die Hände vor meiner Brust und gucke dir zu, wie du das jetzt machst. Ja. Brie setzt sich vorsichtig auf den Stuhl und wird als erstes die Aktenmappe von Seite 1 und dann wird sie vorsichtig umdrehen von Seite 2. abstauben, weil ehrlich, Marinas Abdrücke könnten ja durchaus drauf sein, aber Marinas Abdruck haben wir ja jetzt. Das heißt, wenn wir ganz gut sind, können wir sogar feststellen und ihre ausschließen. Dann mach mal. Ja, du brauchst nicht nochmal neu zu würfeln, die 4 Erfolge reichen mir da vollkommen. Was im Endeffekt, das ist jetzt auch kein Hexenwerk, da irgendwie das Gute drauf es ist, zu machen. Es ist nur Geduld und wir sind ja nicht auf Hetzjagd. Also ich kann mir ja alle Zeit der Welt nehmen, weil es ja nicht so, dass wir gerade meinen, dass jetzt der Hausbesitzer kommt und wir flüchten müssen. Der Hausbesitzer steht neben mir. Ja. Hinter mir wahrscheinlich so. Nee, ich würde tatsächlich neben dir stehen, ich würde nicht über dir hovern, weil ich glaube, das würde dich, also mich, Hattie und mich würde das total nervös machen. Deswegen Brie würde das bei überhaupt anderen. Nicht interessieren. Ja, ich weiß, aber mich würde das, ich stehe einfach wirklich daneben und ich stehe gut 20 Zentimeter von dir weg und gucke einfach zu. Dann ist Brie ganz vorsichtig dabei und guckt, ob sie Fingerabdrücke findet. Wie gesagt, ich schätze, dass wir Marinas Abdrücke finden werden, weil sie die Mappe ja auch anfasst, um hier was reinzulegen. Ja, und es sind tatsächlich nur diese Finger, also Teilabdrücke oder so ein Handabdruck oder irgendwie, also dass man, dass es nicht ein Finger war, sondern irgendwie die Struktur eher sieht, dass dann halt so ein Handballen, damit draufgelegen hat. Ne? Ja. Außer wenn man halt irgendwas vielleicht aufschreibt oder so, dass dann halt die Hand draufgelegen hat. Aber ihr könnt zumindest den Fingerabdruck, den ihr auf der Mappe findet, der stimmt mit mindestens einem, der an der Kasse oder halt in unserem Bereich dann überein, das kann man auch. Das heißt, wir mutmaßen Marinas Fingerabdrücke. Dann würde Brie sich die Mappe beiseite packen und würde den Schreibtisch sich vornehmen. So dieses Stück, wo die Mappe von links nach rechts bewegt wurde. Ja. Mal gucken, ob da irgendjemand... Ich schätze mal, dass auch hier, je nachdem, wann du das letzte Mal gewischt hast... Das Marina wird auch den Schreibtisch denke, mal angefasst ja, haben. Das denke also ich. Ihr werdet da auch nur den gleichen Fingerabdruck. Also, ich sag mal so, ihr könnt das untersuchen. Ihr werdet an der einen oder anderen Stelle eben nochmal so einen Fingerabdruck finden. Vielleicht ist auch einmal von einem größeren Finger mal irgendwo einer dabei, aber Schauen.
schon. Vielleicht, ja, müsstet ihr von dem nochmal irgendwo ein. Ich meine, das wäre ja das Einfachste, morgen Sean darum zu bitten, dass er einen Fingerabdruck hergeben muss. Ja. Da ist er dran gewöhnt, das kennt er aus seinem früheren Leben. Aber in der Tat, außer diesen zwei Fingerabdrücken findet ihr in einem Schreibtisch oder Mappe oder sonst irgendwo keine weiteren. Dann ist doch die Frage, ob wir nicht... Ali. Ja, die wird sich melden, wenn sie zwischen ihren ganz anderen Jobs Zeit hat. Sie wird mir einen Preis nennen. Gut. Also beziehungsweise ich würde ihr jetzt den normalen Preis nennen, den ich sonst für so durchschnittliche Aktivitäten habe. Aber es variiert natürlich, wie viel Arbeit sie damit hat. Ich bin auch nicht sicher, ob sie herkommen muss, um sich direkt reinzuhängen oder ob wir die Daten irgendwie... Das müssen wir nochmal gucken, was sie sagt. Aber komisch ist das schon. Du kannst nicht lesen, ob hier eine komische geistige Aura gewesen ist oder so? Moment. Aber ich glaube, das war mein anderer Charakter. Nee. Ich bin der Meinung, mit Auspex also, kannst du das auf jeden Fall konnte. Das ist mein Charakter mit Auspex. Ich weiß noch nicht, ob du Also ich kann geschärfte Sinne ad hoc. Perception und Empathy ist Aura lesen, geistige Berührung. Mhm. Und Telepathie, mehr kann ich nicht. Ja, geistige Berührung wäre doch genau das. Du kannst, wieso, was ist das? Du kannst ist das mit einen dem... emotionalen Imprint Ach, der von einem Gegenstand ablesen. Oder halt. Stimmt, das konnten ja die Toreador. Ich verwechsel das immer mit diesem anderen, was die Tremere konnten, was ich auch konnte, diese Blutspur aufnehmen. Ja, ja. Nee, das Sorry, ich verwechsel das immer richtig. So, das ist Perception und Empathy. Jetzt setzt Bree sich in die Ecke und schaut gespannt zu, aber lässt Hattie ihren Raum. Ja, ich muss bloß hier die Schwierigkeit erhöhen, weil es natürlich eine Mappe ist. Kein persönlicher Gegenstand, das ist also mindestens gegen 8. Wenn ich nicht mal schon einen Willpower verloren hätte, hätte ich jetzt einen eingesetzt. Gegen? Gegen 8. Zwei Erfolge. 8 und 9. Ja. Es ist natürlich sehr, sehr undeutlich. Es ist eine Mappe, es ist kein persönlicher Gegenstand. Und außerdem ist es mein persönlicher Gegenstand. Ja. Ja, also es ist schon irgendwo, vielleicht weiß die Mappe, dass sie eine gewisse Wichtigkeit hat. Also Wissen ist jetzt der falsche ich Ausdruck. Verstehe, was ne? du Aber meinst, das halt so ein ja, bisschen, ja. Ne, weil halt da die Geschäftsunterlagen oder irgendwie sowas drin sind. Du hast irgendwie auch den Eindruck, dass das mal hin und her getragen wurde. Und je nachdem, was du jetzt eigentlich für einen Imprint dahinter lassen würdest, wenn du uns das beschreiben kannst, bei dieser Mappe hast du irgendwie, welche Beziehung hast du zu dieser Also, um die zu beschreiben, sie ist tatsächlich aus Leder. Es ist jetzt nicht einfach nur so eine Pappmappe, sondern es ist eine Ledermappe, die ich gekauft habe, die auch tatsächlich einen Wert, also einen materiellen Wert hat. Und die ich schon auch so als... Also für mich ist sie wichtig, weil sie sieht natürlich auch schön aus. Schönheit sollte natürlich auch sein. Sie passt farblich zum Teakholz. Ehrlich, okay. Sie hat garantiert dein Firmenlogo vorne drin, Sie hat oder? Ein Monogramm. Oder das. Ja, genau. Mhm. Und zwar HJ. Mhm. Nee, das ist ein ganz schlechtes Monogramm, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Das ist Hitlerjugend, um Gottes Willen. Sorry, ja. Es haben viele Leute auf der Welt H.J. Als Monogramm. Das lässt sich nicht ändern. Du hattest doch noch einen zweiten Namen, oder nicht? Henrietta hat aber noch einen zweiten Namen. Harriet? Da? Nein, Harriet Hattie Jones. Also nee, ich glaube, ich... Nee, wahrscheinlich das ist ich, einfach nee, nur... Nee, also, ja, also H.J. ist da monogrammiert darinnen. Und ja, sie ist natürlich schon auch wichtig, weil da sind die wichtigen Informationen drin, die jetzt nicht so wichtig sind, dass sie in den Tresor müssen, aber die halt... Take care of me, look after me, this is where I go. Also, ja, schon wichtig. Ja, wenn es eine Ledermappe ist, wie gut, dass das jetzt nicht so weit zurückreicht, dass die Ledermappe sich noch mal daran erinnern kann, dass sie mal ein Lebewesen gewesen ist. Eine Kuh auf der Weide. So ein Texas. Ja, genau, so ein Longhorn. So. Buh. Nein, so weit geht es dann doch nicht zurück. Vielleicht ist es, es ist aber auch keine Antiquität, sondern sie ist tatsächlich neu. Also die ist vielleicht so 10 Jahre alt. Es ist jetzt auch nicht so, dass es irgendwas ist, wo schon Napoleon drin rumgefuhrwerkt hat oder so. Sondern nicht? Nee. Na gut. Also nicht das Pendant zu dem Schreibtisch, der ja auch schon irgendwie älter war. Nee, der ist auch von meinem Papa. Ach so, na gut. Ja, aber
Wie viele Erfolge hattest du? Zwei. Du bist dir nicht sicher. Aber irgendwie so zwischendurch, wenn du halt so da durchgehst, es ist mehr so ein Moment, wo einem so ein kalter Schauer in den Rücken läuft. Aber das ist nur ein ganz vager Eindruck, der jetzt nicht wirklich tiefgreifend ist. Gut, also ich kann dir nur sagen, ich spüre irgendetwas, wenn ich das Ding anfasse. Es jagt mir kalte Schauer über den Rücken. Das ist nie gut. Das ist definitiv nicht gut. Vielleicht sollten wir uns mal umhören, ob es irgendwelche jemanden gibt, der Geister beschwören und mit ihnen reden kann. Ich ziehe mein Ouija-Board raus. Bree guckt tatsächlich skeptisch auf das Spielzeug. In ihren Augen ist das Spielzeug, mit dem Leute abgezockt werden, weil das sind die, wo man heimlich einer den Finger bewegt und alle anderen Schockstarre haben. Also Moment mal, jetzt ist natürlich der Punkt der. Du glaubst tatsächlich, dass es ein Geist war? Ich versuche immer noch. Wir wissen, dass keiner rein und raus gegangen ist. Jemand muss hier puff aufgetaucht sein. Das heißt, irgendetwas auf jeden Fall nicht menschliches, sagen wir schon mal so viel. Jetzt ist die Frage, wenn wir glauben, dass es Geister gibt, sind die Geister so. Ich bin mir nicht sicher, die Cassandra, von der wir jetzt also sprechen, die ist ja kein Geist, die ist eine von Nein, uns. die ist eine von uns. Die Frage ist aber, ob das, was sie da projizieren kann, auch Sachen anfassen und sehen kann oder ob sie nur Die reden Frage kann. ist eher, was auch immer hier sich manifestiert hat, denn es muss physisch anwesend gewesen sein, um die Mappe zu bewegen. So intelligent ist, oder sagen wir mal, so auf dem neuesten Stand der Technik ist, dass es weiß, A, hier ist eine Kamera, denn die ist relativ neu, die ist erst seit ein paar Monaten hier, und B, ich muss die ausschalten, denn sonst C, würde man mich sehen. Denn ganz ehrlich, viele von unseren sehr alten Freunden raffen das gar nicht. Ja. Und ich weiß nicht, wie intellektuell gut drauf und aktuell die Geister sind. Kommt wahrscheinlich darauf an, wie alt sie sind. Ich frage mich mittlerweile, verstehe das nicht falsch? Wenn wir davon ausgehen, es ist übernatürlich, ist Ellie die richtige Person, um das beurteilen zu können? Ellie kann nur die Technik feststellen, ob dieses Schneegestöber irgendwie reversible ist oder wie man so Schneegestöber entstehen lassen kann. Die Frage ist, wenn wir Masika fragen würden, können wir davon ausgehen, dass sie nicht aus Versehen das wegmanipuliert oder zerstört? Das müssten wir sie fragen, aber ich glaube schon, dass sie genau weiß, was sie tut. Ja, aber sie könnte ja bösartigerweise. Vielleicht hängt sie ja mit drin. Wenn Masika irgendetwas von uns wollen würde, glaub mal, dass sie ganz andere Wege kennt, die wir niemals rauskriegen würden, weil wir beide nicht intelligent gesucht nach Technik sind. Ja. Vielleicht ist das das Beste, was sie hinkriegt. Und das war schon verdammt gut. Hast du von Masika wirklich den Eindruck, dass sie so schwach in Technik ist? Wieso? Das ist jetzt nicht schwach in Technik. Sie hat sich komplett verkamouflagt. Oh. Da fällt mir was ein. Was passiert eigentlich, wenn Nosferatu Obfuscate oder ihre Fähigkeit, wie auch immer wir sie bezeichnen wollen, funktioniert das vor Kameras? Wie Das hoch habt haben ihr wir nie. Okkult? Null. Bree hat keine Ahnung. Ich als Dann Spieler wisst ihr es ja, nicht. aber Dann wisst ihr es ich nicht. hab nicht mal als Spielerin Ahnung. Nein, ich stelle das jetzt nur mal so in den Raum, weil wir wissen, dass Nosferatu in der Lage sind zu verschwinden. Ja. Wir können sie zwar manchmal sehen, obwohl sie es versuchen, aber die Frage Wenn ist, ich es was wäre, richtig in wenn wir eine Erinnerung Kamera habe. wären? Hedy hat, ist, ich meine, du hast Auspex 4, ne? Also, wenn du dich durch die Stadt bewegst, so ab und zu kannst du auch mal Nosferatu entdecken, der irgendwo herumlungert, weil seine Tarnfähigkeit einfach nicht hoch genug ist, um dein Auspex. Also, das ist ja eine Disziplin und eine Fähigkeit, die sich gegenseitig. Also, das eine ist Ja, das ich Gegenteil weiß, ich von dem weiß. anderen. Nein, aber der Punkt ist, wenn sie das machen, kann ich sie manchmal trotzdem sehen. Vielleicht sind sie in der Lage, Kameras zwar nicht auszuschalten, im Sinne von, es wird etwas aufgezeichnet, nur eben nicht sie. Verstehst du, Das was ich meine?
Aber ein Nosferatu wird jetzt kein Schneegestöber, dann würde das Büro nur leer sein. Und magisch würde die Mappe sich bewegen. Das wissen wir nicht. Also ich muss sagen, ehrlich, Nosferatu... Vor allem ich rufe jetzt Masika an. Du traust dir auch wirklich? Also ich traue ihr, aber ich habe das Gefühl, du traust dir nicht. Du hast jetzt schon zweimal sie eher mit Nichtvertrauen innerhalb eines Abends genannt. Bist du dir sicher? Vertrauen ist so ein großes Wort. Es geht um deine Sicherheit hier. Wenn du sie drauf zulässt, ist das ein ganzer Schwung Vertrauen, den du ihr bringen musst. Das Einzige, was wir dann machen können, ist die Sicherheitskameras, die ganzen Sachen wegwerfen hinterher und nochmal was ganz Neues aufsetzen. Wenn du möchtest, können wir das tun. Wir können es noch verschärfen, nicht nur Kamera, die aufzeichnen. Bewegungssensoren, auf jeden Fall für die Zeit, wo du nicht da bist. Und dann muss natürlich Marina ihren Code haben, dass sie kurzfristig abstellen kann. Oder schauen. Was würdest du an meiner Stelle tun? Ich vertraue Masika. Ich würde Masika anrufen und fragen. Ich nehme mein Handy, mein sicheres Handy. Und wahrscheinlich, und sie wird nachsetzen, wahrscheinlich danach meine komplette Security überarbeiten. Untersuchmeister, das neue System schon bestellt. Ich rufe Masika an. Ja. Brigitte in Gedanken schon, wie gesagt, ist jetzt schon bei Bewegungsmeldern und neue Kamerasystem mit Doppelfeed und. Sie hat jetzt schon verschiedenste Ideen, weil man kann ja auch Kameras anbringen, die man nicht sieht. Ja, durchaus. Geht Masika ans Telefon? Nein, du hast die Mailbox. Ich lege auf. Gut. Sie ist nicht da. Schreib ihr doch eine kurze Nachricht, so soll ich melden. Masika. Hier ist Hattie. Bitte melde dich. Danke. Gut, du schickst die Nachricht ab. Ja, also ich meine, die ist absolut unverfänglich. Wenn irgendjemand ihr sicheres Handy finden sollte, wissen sie nur, dass eine Frau namens Hattie ihr eine SMS geschrieben hat. Ich glaube, wenn irgendwo ein Telefon sicher ist, dann ist das von Masika. Ich denke auch. Sie hat Verschlüsselungsmöglichkeiten, von denen ihr nicht mal eine Ahnung habt. Jetzt ist die Frage, was tun wir? Ich muss ins Hotel gehen. Du kannst auch bei mir übernachten, du brauchst doch kein Hotel. Ja, und dann bringe ich alles, was mir hinterher ist, zu dir? Bei mir soll erstmal jemand reinzukommen. Na gut. Das letzte Mal hast du auch danach bei mir geschlafen, wenn du dich düster dran erinnerst. Das ist richtig. Und wir haben dann... Und du hast mir die Fernbedienung weggenommen. Ja, weil du im Stranger Things Wahn abgetaucht bist, dass die Welt ja wirklich so ist. Das darfst du nicht gucken. Wir gucken nur Happy... Die Welt ist aber so, und ich deute auf die Kamera und ich deute auf den Computer, auf dem wir gerade die Aufzeichnung angeschaut haben. Das hat aber nicht mit 80er Jahre Stranger Things zu tun. Zu der Zeit gab es diese Technik noch nicht, die wir hier einsetzen. Komme jetzt nicht mit Logik. Oh doch, das ist das Einzige, mit dem ich gerade dieses Ganze... Also. Aber ja, wenn man natürlich irgendwo so, ich will ja jetzt Hattys Paranoia hör, nicht irgendwo... Hör nicht dieses, auf die Stimme aus. Wenn man so ein Portal hat, wo man aus dem unten und irgendwie dahin kommt. Ja, ich glaube das sowieso. Ich kann ja irgendwann mal Astralprojektion anderen, machen. Wie heißt ich glaube glaub an das alles. Ich glaube an das Down Under. Nee, wie heißt es? Under Dark. Nee, wie heißt es? Upside Down heißt es. Upside Down. Das war's, genau, Upside Down. Denn es war doch das in der einen Situation auch so, dass irgendwo in dem Elternhaus, total. Wo der Junge verschwunden ist, ne, wo die Mutter zu Hause war und dann Mr. ist was Bias. Aus der Wand, genau, dass da wer aus der Wand kommen wollte und sie dann noch die Wand angehauen hat mit dem der Axt und so. Da war ja so ein Loch drin, da können die auch rein und raus. Ja, klar. Wenn das hier so, das solltest du in deiner Wände untersuchen. Bree würde Hattie vorsichtig aus diesem Spiralgedanken rausschütteln. Magst du ein Übernachtungstäschchen packen? Ja, ich packe zwei Koffer, wie immer, weil das weißt du schon. Das passt nicht auf mein Motorrad. Du bist mit dem Motorrad da? Natürlich. Ich packe wieder aus. Ich habe einen Rucksack, einen ziemlich großen Armee-Rucksack. Das mag dich verwundern, aber es ist so. Es verwundert mich, aber das ist okay. Und da packe ich jetzt alles rein. Die Alternative wäre, du fährst einfach parallel mit dem Taxi und beiden Koffern.
Ich packe meinen Armee-Rucksack wieder aus. Ich packe alles in die beiden Koffer, rufe ein Taxi. Magst du Sean vielleicht noch einen Zettel hinlegen, dass wir seinen Finger Ich schreibe schon einen Zettel. Jetzt sollte jedem klar sein, wer von uns beiden die praktisch Veranlagte ist. Und denk dran, Marina und Sean, eine kurze Info zu geben, dass du bei mir bist und dass oben irgendwas passiert. Irgendjemand wieder magisch aufgetaucht ist. Wir wissen nicht, wer oder was. Mhm. Keep your eyes and ears open, Darlings. Mhm. Und ich sage Ihnen auch gleich, dass oben off limits ist und abgeschlossen und keiner rein darf. Ja, also Bree würde den Zettel zu sich überziehen. PS, macht euch keine Sorgen. Liebe Grüße, Bree. Würde den Zettel halt wieder bei. PPS, es gibt sehr großen Grund zur Sorge. Unterschrift Eddie. Smiley Face. Emoticon. Gut. Dann setze ich Hattie ins Taxi und schwinge mich aufs Motorrad und bin vor Hattie da, weil ich tendenziell schneller bin als das Taxi. Ja. Ich schmeiße total meinen Charme an, weil ich möchte jetzt hier mich nett unterhalten. Also ich texte jetzt diesen Taximensch zu. Der total stinkig ist. Der eigentlich stinkig angefangen hat, weil das ja nur Kurzstrecke ist, die er da fahren muss. Weil es sind irgendwie drei, am Schluss liegt er mir zu Füßen. Ja, zu Schluss liegt er dir zu Füßen wahrscheinlich. Naja, Kurzstrecke. Wenn er direkt fahren würde, könnte natürlich sein, dass er irgendwo vielleicht so, auch jetzt aufgrund des Verkehrsstaus, er kann sich gar nicht rechts einordnen, weil er da jetzt eigentlich abbiegen müsste. Und dann fährt er halt nochmal ein oder zwei Blocks weiter und dann muss er ich halt glaube, so klein umbiegen. Ich glaube, das würde Hattie nicht mit sich machen. Nee, das kriege ich ja mit. Das ist, Presence 4. Ja, ja, nein. Es dann, ist, als würde er Elisabeth Taylor im Fond haben. Ja, 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 nee, schlimmer noch. Also der... ich sag dann noch, irgendwann einmal werde ich dich bitten, bei uns einen Teppich abzuholen. Und wenn du den ausrollst, liege ich drin. Toodles. Er läuft rot an. Und so. Das denke ich mir. Und er kriegt von mir noch extra Trinkgeld. Ja, super. Der geht jetzt erstmal Kaffee trinken. Er muss das erstmal Pause machen. Aus irgendwelchen Gründen habe ich den Eindruck, dass Bree not amused ist. Bree steht tatsächlich in der Tür wartend und schreibt tatsächlich, jetzt habe ich schon wieder, hieß er Grant? Warte, Security-Mensch. Ja. Grant eine Nachricht, dass wir ein Zimmerüberwachungspaket brauchen mit Bewegungsmelder. Ob bei mir morgen im Laufe des Tages das bitte bei Catherine abgeben könnte. Mhm. Danke, lieben Gruß. Ach, ich schaue dich an. Ach, du installierst es dann selbst. Da fühle ich mich jetzt schon gleich viel besser. Ich dachte, Masika sollte das dann auch machen. Nee, ich würde jetzt sagen, dass Masika sich deine jetzige Security mit Video anguckt und schaut, was sie finden kann. Und danach bauen wir alles ab und bauen neu auf. Dann gehen wir rein. Ich schließe ab. Und dann schaue ich dich ganz kurz Security an, weil ich bin mir ziemlich sicher, das ist mit Security Code, also mit PIN-Code vorne zum Reingehen. Wobei die Mitarbeiter natürlich auch einen haben, weil wir haben ja mehr als nur zwei Mitarbeiter im Haus. Aber dann gehen wir weiter nach oben und mein Bereich hat definitiv auch nochmal Security. Und dann stiefeln wir nach oben zu mir. Dann stelle ich meine Koffer ab und dann gucke ich die an und sage dir, ich bin dir sehr dankbar. Du kannst bleiben, solange du willst. Ja, ich hoffe, es dauert nicht so lange. Ich will dir nicht zur Last fallen. Aber das ist schon, ganz ehrlich, jetzt mal allen Spaß beiseite. Was will jemand von mir? Das verstehe ich halt auch nicht. Mein Kopf versucht noch ein Warum hinzukriegen. Vor allen Dingen, in der Mappe ist ja... nichts Vertrauliches. Es geht um dein Business. Es geht ja nicht um dich. Es sind ja keine Privatdaten um dich, um was du bist. Und es sind einfach... so wie ich dich kenne, Verträge oder noch offene Verträge, Lieferscheine, was auch immer alles noch in der Arbeitung ist. Es ist zum Beispiel ist. Der Scheck an Herrn Rhodes ist da drinnen. Das ist ein Barscheck, den hätte jeder einfach mitnehmen und klauen können. Das ist, wer immer diesen Scheck hat, bekommt die $759.63. Wenn jemand so einen Aufriss macht, möchte er nicht nur $700. Nein, aber verstehst du, es ist eben dieses völlig... Das wäre das Einzige gewesen, was in dieser Mappe ist, das irgendeinen Wert hat, den ich nicht zurückholen kann. Das andere sind, wie du gesagt hast, es sind Lieferscheine. Es sind
Aber es sind keine Lieferscheine an Kunden, sondern es sind Lieferscheine von Händlern an mich. Das heißt also, man findet nicht mal meine Kundenkartei, denn die ist im Safe. Gibt es jemanden, der dir eins auswischen will und dich paranoid machen möchte? Einer? Hunderte. Hast du dir Feinde zugelegt, von denen ich nichts weiß? Ich schaue dich jetzt ganz ernst an und sage, du kennst mich jetzt schon so lange und du kennst alle Leute, die ich auch kenne. Und eigentlich bin ich bekannt dafür, der so weit geht. Dass ich eine gute Geschäftsfrau bin, eine ehrliche Geschäftsfrau bin und ich habe noch nie gegen die Camarilla gearbeitet. Noch nie. Und das weißt du und das weiß die Camarilla. Das wird auch ehrlich, die Camarilla macht nicht so geheimnistourisches Zeug. Die würden bei dir vor der Tür stehen und irgendetwas Schlimmeres tun. Ich meine, das wirklich Einzige, was passiert ist, was irgendwie außer der Reihe ist, wenn wir jetzt mal Charlie weglassen, weil ich glaube nicht, dass das... Obwohl, haben Magier Fingerabdrücke? Ich gehe davon aus, aber die Frage ist, ob Magier Fähigkeiten haben, irgendwas zu manipulieren. Das ist genau der Punkt. Und sie wäre modern genug... Handschuhe tragen kann auch jeder. Genau, sie wäre modern genug, das zu können. Sie ist Privatdetektivin, also sollte sie wenigstens so minimale Anforderungen wie trage Handschuhe, wenn du irgendwo einbrichst. Aber der Punkt ist, was auch immer passiert ist, ist nur in meinem Raum passiert. Das heißt also, wäre es ein Mensch gewesen, dann hätte man diese Störung über alle Kameras sehen müssen. Das heißt, irgendjemand ist direkt in diesen Raum gekommen. Und irgendetwas lässt mich daran zweifeln, dass Magier das können. Ich kann es mir nicht vorstellen. Harry Potter kann auch durch Wände, weiß ich ja, nicht. Ja, aber Astralprojektion bleibt uns vorbehalten. Da bin ich ziemlich sicher. Beziehungsweise... Ehrlich, wir haben keine Ahnung, was Magier können. Nein, das ist richtig. Aber vielleicht können die sich auch in... Keine Ahnung, ich kann mich ja auch verwandeln. Vielleicht können die sich in kleine Flöhe verwandeln, durch eine Ritze klettern und pluff sind sie wieder... Also gut, die einzige Person, die mich als Feind wahrnehmen würde und wahrgenommen hat, war der Engel. Wenn dieser Engel jetzt aggressiv ist... Das glaube ich dann, nicht. Aber dann hätte ich etwas an seiner Stelle anderes versucht als das. Ich glaube nicht, dass er dich verschrecken wollen würde. Ich glaube eher, dass er dich ums Eck bringen wollen würde. Und dann ist die große Frage, warum ist er nicht gleich bei mir vorbeigekommen im Schlafzimmer? Aber Charlie könnte da... Also ich würde Charlie ehrlich nicht außen vor lassen. Dazu wissen wir viel zu wenig über sie. Vielleicht will sie rauskriegen, ob wir doch irgendwas wissen. Und ihr nicht erzählen? Sie traut uns nicht. Oder sie glaubt eigentlich mehr mit uns vor, was sie uns nicht erzählt hat. Das ist eher das, was ich glaube. Ich halte das Ganze für einen totalen Vorwand. Ich hatte ja das Gefühl, dass sie... Hatte ich das Gefühl oder du das Gefühl? Nee, ich hatte das Gefühl. Sie hat ja nicht gelogen, aber sie hat auch nicht alles erzählt. Das war ja das Fazit. Genau, das war das, wo du gesagt hast, sie sagt nicht alles. Die Menschenkenntnisprobe. Also. Vielleicht gibt es ja noch viel mehr, außer die nette Dame. Oder wir haben noch eine ganz andere Sache, die passiert ist, die sehr merkwürdig ist und in der ich indirekt impliziert war. Und das war der Mord. Sie kommt ja aus England. Ja, aber wir haben auch immer noch... Der Mord? Ja. Das bezweifle ich, dass das irgendwas mit spooky Ereignissen in deinem Büro zu tun hat. Ich kann, ganz ehrlich, das sind die einzigen Dinge, die passiert sind in der letzten Zeit... Die irgendwie, wo jemand war, der irgend, also wer auch immer den guten Abdul umgebracht hat, der war sein Feind. Vielleicht breitet er diese Feindschaft jetzt generell an alle aus. Wer weiß das schon so genau? Denn wenn der Sheriff meine Karte gefunden hat, hat der Täter sie vielleicht auch gefunden, nur einfach nicht mitgenommen, sondern liegen gelassen. Gelesen, ah ja, guck mal an, vielleicht... Wer weiß das schon so genau? Das wäre Nummer 1. Nummer 2 ist Charlie. Nummer 3 wäre dieser Engel, wobei dann ist es ein dummer Engel, weil dann wäre ich gleich noch eine Tür weitergegangen und hätte mich dort hineingebeamt und mich einfach dort erledigt. Also ich glaube nicht, dass dieses gläubige, was auch immer es war, das glaube ich nicht. Oder die Frage ist aber, ob wir den Sheriff tatsächlich informieren und ob er hat ja alle Mittel der Welt zur Verfügung im Rahmen ganz der ehrlich, Kamera. Das ist das zweite Mal, dass ich einen Breach meiner Domain hatte. Was definitiv dafür spricht, jedenfalls mit dem Sheriff zu reden. Genau, das meine ich nämlich auch, denn beim ersten Mal meinte ja Meredith, ich könnte das anzeigen und ich habe es nicht getan.
Jetzt ist es das zweite Mal. Ich würde einfach den Sheriff mal anrufen. Mhm. Auf dem sicheren Telefon. Du hattest ja irgendeine Kontaktnummer und da hatten wir ja gesagt, da ist dann ja, irgendwie... Ja, das ist das Wasserwerk oder so, ja, ja. Mhm. Genau, also da kommst du dann auch wieder hin. Mhm. Also gleiche Tour wie immer, du kannst also, also nicht ihn direkt erreichen, aber du kannst ihm halt eine Nachricht hinterlassen. Also ich würde mit der Person am anderen Ende sprechen und würde sagen, ich habe eine Nachricht für Khadir al-Asmai und ich würde meinen Namen nennen. Ja. Ganz, und dann auch Clan, Clan Toreador. Ich möchte einen Einbruch in meine Domäne anzeigen und es ist schon der zweite. Den ersten habe ich nicht gemeldet, weil ich mir dabei zwar etwas gedacht hatte, aber ich dachte, es würde vorbeigehen. Es ist aber schon wieder passiert. Und ich möchte das nun offiziell zur Kenntnis bringen. Vielen Dank. Und ich bin total freundlich und total nett. Ja, ja, also klar. Die Präsenz quillt aus dem Hörer. Ja. Der Herrn Hörer Apfisch? Da bist du dir nicht sicher, aber ich weiß gar nicht, ob Presence vorgesehen ist. Presence ist tatsächlich. Aber ich bin total nett und freundlich. Weil, ja, ja, klar. Er sagt, es ist entsprechend notiert oder halt hier, ich werde das entsprechend weitergeben und es wird sich dann jemand bei Ihnen melden. Herzlichen Dank. Und dann wünsche ich Ihnen noch eine schöne Nacht. Wiederhören. Ja, danke ebenso. Bei alles... so einem kinetischen Krisentelefon ist vielleicht auch Wiederhören nicht die richtige. Genau. Nein, eigentlich nicht, aber. Einen schönen Abend noch, wäre wahrscheinlich dann eher die Verabschiedung. Ja. Das Krisentelefon, das klingt so wie der ASB oder so. Oder die Samaritans. Wenn Sie Probleme haben, rufen Sie hier an. Wo soll und ich anfangen? Rufen Sie bitte 1 für und 2 für und 3 für. Chef, ich habe hier schon wieder den Melkab, der wieder von dem Hochhaus springen will. Dann lassen Sie doch endlich. Lass ihn springen. Und dann würde ich mal gucken, ob mir die gute Marsika vielleicht eine SMS geschrieben hat. Bis jetzt noch nicht. Ja, Mäuschen, wachst du auf? Ich würde meine E-Mails checken, ob Ellie sich zurückgemeldet hat. Sie geht davon aus, auch nicht. Da wird es, glaube ich, auch zu spät, also je nachdem, was sie sonst noch so macht. Ja, die ist ja, also ich glaube schon, dass die auch spät unterwegs ist, aber ich stelle mir sie tatsächlich sehr nerdig vor, dass sie lange schläft, spät anfängt zu arbeiten. Mhm. Ich glaube, Bree würde Marsika noch eine Nachricht schicken, so nur so, Hatties Nachricht wäre recht dringend. Es wäre wirklich lieb, wenn du dich rührst. Danke, Gruß, Bree. Alles klar. Ja, wollt ihr dann diese Nacht noch irgendwas? Also ich meine, könnt gerne noch weiter. Wir würden essen gehen. Können wir, wenn du. Mhm. Ist vielleicht ein bisschen spät? Außer dann du hast nicht. Sehr großen Hunger? Nein, aber dann morgen. Dann machen wir morgen. Weil für mich wäre es jetzt so ziemlich die perfekte Zeit, aber ich glaube nicht, dass du mit mir auf den Dächern und durch die Fenster klettern möchtest. Ich schaue so an mir runter. Nee. Vielleicht sollte ich mal graziles Training mit dir machen, dann kriegst du eine zweite Option. Ja, das fände ich auch total toll, weil ich meine, ich bin ja wahnsinnig dexterous. Das Problem ist nur, dass du meinen Plan B nicht hast mit Pluff, ich bin eine Katze. Huch, wie ist die denn hier reingekommen? Dafür habe ich einen Plan B, den du nicht hast. Das stimmt. Naja. Komm, Couch. Bree macht irgendwas Seichtes an. Sie ist erst versucht, einen Krimi anzumachen und denkt sich dann, ach, falsche Richtung, das könnte wieder irgendwas... Wie wär's mit Poltergeist? 3 von 5 Hauptdarstellern sind kurz danach verstorben. Es läuft Disney Ariel, die kleine Meerjungfrau. Das ist doch aber sicherlich auch so. Nein, 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 ich weiß. Aristocats. Bitte, bitte, bitte. Bree steht auf, holt eine DVD. Wobei, zu der Zeit gab's da die? Ja, natürlich, 2019 gab's DVDs. Nein, nein, ich bin überlegen, ob es da das Disney... den Disney-Kanal da schon gab. In den USA vermutlich, ja.
Doch. Vielleicht, ja. Doch, vor Covid ist ja schon da ja, gewesen. Ja, 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 ja. Dann wird sie tatsächlich auf Aristocats umschalten, weil sie sich denkt, das ist jetzt, das scheint harmlos zu sein. Weit ja, genug nee, weg von unseren Alltagsproblemen. Ja, nee, vor allen Dingen, weil der Punkt ist, in Aristocats stirbt niemand. Also es fängt nicht tragisch an. Und Toulouse. Also er ist schon ein bisschen tragisch, aber... Ja gut, ich meine, aber der eine, der wird nach Timbuktu verschippt. Es ist. Es gibt dann alle überleben. End. Ja, es gibt dann Happy End. Und Toulouse. Ich kenne den Film nicht. Toulouse ist die kleine Chubby Cat. Das ist so ein ganz süßes Katerchen. Ach so. Also für dich als Katzenliebhaber wäre das wahrscheinlich ja, den solltest du dir angucken. Movie. Okay. Ja. Es ist ja, ein ja. sehr alter Gibt's Disney. Bei Netflix auch? Nee, das ist ein Disney. Das, da musst du da wo. Oder man kann sich das auch auf DVD kaufen. Also diese Möglichkeit hat man. Kaufen ist tatsächlich. Ich glaube nicht, dass ich mir Aristocats auf DVD kaufe. Das ist für einen Euro mal vom. Lohnt sich dafür tatsächlich nicht. Ich habe keinen, aber Prime hat, glaube ich, keine. Nee, Netflix hat definitiv keine. Ich glaube ja, dass der Punkt ist, Disney hat ja deswegen, also hat es ja alles komplett eingehegt. Disney darfst du ja nur auf Disney gucken. Aber nein, wie dem auch sei. Das war neulich schon so verwunderlich, als ich dann den Artikel gelesen habe. Netflix stellt beliebten Service ein, wo ich mir dachte, ich habe das jetzt gerade erst abonniert oder so. So ein Pech, gell? Nee, es geht aber um den DVD-Verleih, den die ursprünglich ja, mal hatten. Ja, den hatten sie, DVD-Verleih? Aber nur in Amerika. Ah, ja. Okay. Ja. Da hat man eben die DVDs dann zugeschickt bekommen und konnte die also im Endeffekt also wir gucken die Online-Videothek. Ja, das ist ihr toll. Guckt Aristocats. Mhm. Kannst du bei Prime Video ausleihen. So. Bei Disney umsonst gucken. Bei Sky bezahlen. Microsoft Rakuten TV. Also jeder bietet ihn gegen Geld an. Du kriegst ihn nur umsonst bei Disney. Ah ja, gut. Na gut. Aber wir haben Disney Plus, wir schauen uns diesen Film an mit den zwei Gänsen aus England. Ja. Okay. Ich genieße jede Sekunde und denke mir, das Leben könnte so schön sein. Bee ist, glaube ich, mehr beschäftigt zu gucken, wie es Hattie geht, als den Film zu genießen. Das heißt, sie wird immer mal wieder rüberschielen und gucken, ob Hattie sich wirklich entspannt, aber es scheint ja so zu sein, dann wird Bree auch entspannter. Ja, irgendwann gut. ist der Film dann zu Ende und dann sage ich zu dir, weißt du was? Mhm. Katze müsste man sein. Ich verstehe das schon bei dir. Ich verstehe das total. Es schaut nicht so schlecht. Mhm. Es kommt natürlich immer auf das Zuhause an. Ich schaue mich so um. Ich will hier wohnen. Du bist Gast, ne? Es wird nicht dein... Nein, nein, also ich bin ja auch keine Katze. So dieses, stellt jetzt meine Zahnbürste hier dazu, wenn sie nichts sagt. Nein, nein. Ja, wir schmeißen noch irgendwas an. Jetzt kommt wahrscheinlich noch Ariel hinterher. Also es wird jetzt das seichte Disney-Programm durchspielen, bis es Bettzeit geben wird. Hattie hat eine Ecke gekriegt, wo sie ihre Koffer aufklappen kann. Mhm. Ja. Und dann würden wir uns ins Bett. Ich würde allerdings immer mal wieder gucken, ob mir Marzika eine SMS geschrieben hat. Das fällt dir auf. Pot never boils. Nein, du bist heute keine SMS. Gut, okay. Ja, dann gehen wir irgendwann ins Bett. Ja. Mhm. Ihr schlaft, ihr wacht auf, bezahlt einen Blutpunkt. Yep. Das heißt, wir haben jetzt dann, wenn ich eben gesagt habe, den 3. und 4. Januar. Mhm. Achso, ich hatte dir das ja im Chat schon geschrieben, von wegen chinesisches Neujahrsfest. Wenn du da deinen Einbruch machen willst, ist 2019 der 5. Februar. Ja, und gucken mal, ob wir bis dahin irgendwie uns zusammenfinden. Ja. Ansonsten ist im Moment das tatsächlich mal in die Ferne gerückt als not important issue. Du hast ja noch so circa einen Monat Zeit in-game. Also, ja, zur Not macht man es als das nächste Jahr. Wir haben ja eine Ewigkeit. Ja. Beziehungsweise vielleicht sind sie ja irgendwann nochmal wieder weg. Genau. Ich würde morgens einmal runter ins Büro stiefeln. Ja. Und gucken, ob Grant tatsächlich schon ein Paket bei Catherine abgeliefert hat mit Security-Sachen. Abgeliefert noch nicht. Mhm. Das ist ja ein Kontakt. Ja. Yep. So, das heißt...
Wenn der jetzt erstmal das besorgen muss und das wird nicht von einem Tag auf den anderen gehen. Also er wird da was zusammenstellen, das wird aber jetzt nicht ad hoc irgendwas passieren. Das heißt, dann hätte ich jetzt, höchstens, dann wenn du jetzt gesagt hast, besondere Dringlichkeit und so, dann, ich meine, das ist ein Kontakt, den du irgendwie für so etwas nutzen kannst, aber du müsstest natürlich dann auch entsprechend was in die Bezahlung geben oder was auch immer du für ihn mit ihm da vereinbart hast. Ich gehe davon aus, dass er mir wahrscheinlich einen Vorschlag geschickt hat, das würde er anbieten, das würde oder es so. Kosten, bitte um Beauftragung, ich denke, das wäre wahrscheinlich das Ding und ich würde die Infos, Catherine auf den Tisch packen und ihr sie darum bitten, dass sie das in die Wege leitet und tatsächlich mit hoher Prio gerne gegen Aufschlag bei ihm durchbringt, weil die können ja tagsüber dann auch miteinander kommunizieren. Ja. Da muss man nicht immer darauf warten, dass ich nachts da bin. Das heißt, Catherine kriegt ein To-Do auf den Tisch mit dem kleinen Nachsatz für sie, dass das für Hattie ist und nicht für hier. Und dann würde ich tatsächlich wieder nach oben gehen. Also ich würde, wenn ich eh unten bin, noch 2, 3 Unterschriften, was auch immer noch anfällt, machen. Aber ich denke, es ist jetzt Alltagsbusiness. Und dann würde ich wieder hochstiefeln und würde nebenbei meine E-Mails checken und schauen, ob Ellie sich zurückgemeldet hätte. Da kommt nur die kurze Nachricht. Gut, du hattest ihr irgendwie die Videodatei geschickt oder sowas? Nee, ich hatte ihr nur beschrieben, dass wir eine Videoüberwachung von einem Raum haben und dass die gestört ist und wir neugierig wären, ob man da irgendwas raus lesen kann und ob sie die Daten remote kriegen oder ob sie vor Ort sein muss. Weil Bree hat keine Ahnung, da ist sie sich tatsächlich unsicher. Du kriegst von ihr einen Link. Es ist so ein gesichertes Postfach so ähnlich, könnte man sich das vorstellen, wo du da halt die Datei hinladen kannst oder zumindest auch den Ausschnitt, der wichtig ist oder was auch immer ihr dann da machen wollt. Und sie wird sich dann drum kümmern. Gut. Würde ich Hattie mitgeben, dass wir das tun können, dann würden wir, ich glaube, so viel Computerkenntnis hat Bree mit 2 Punkten, dass sie in der Lage ist, das Video runterzuladen und wahrscheinlich sogar zu kürzen. Ja, das ist ja gesichert. Im Zweifelsfall, das muss Hattie jetzt wissen, hast du das vielleicht in einer Cloud oder hast du das irgendwo lokal auf einer Festplatte, einem Server oder wie möchtest du das gespeichert haben? Lass mich mal kurz gucken. Das ist nicht... Das haben wir definitiv in der Cloud. In der Cloud? Okay. Gesichert. Das heißt, also nee, wir haben tatsächlich 2 Versionen. Wir haben eine lokale, aber wir haben einen Upload auf Mega NZ. Das ist nämlich ultrasicher. Okay. Und im Zweifelsfall könntest du da jetzt über dein Smartphone auch die Datei... Nee, das glaube ich kann ich nicht. Also ich nicht, weil ich habe Computer 0 Punkte. Ach so, gut, alles klar. Aber ich habe ja meinen Laptop mitgebracht. Dann? Und das gebe ich jetzt Bree in die Hand und sage, da. Also du könntest es im Endeffekt direkt in die Wege leiten, wenn du das jetzt direkt verschicken möchtest. Dann würden wir das tun. Hattie wird wenigstens sowas wie Passwort sicherlich irgendwo haben, davon gehe ich aus. Und dann würde ich es einmal runterladen, wird wie gesagt einmal kürzen. Ja. Dass es nicht so groß ist, weil sie muss ja nicht das Ganze an. Wobei ehrlich, nee, ich würde es nicht kürzen, aber ich würde das Video reinpacken, weil in dem Video ist eigentlich nichts Geheimes drin. Würde ihr den Zeitstempel dazu schreiben, wann, dass sie weiß, ab wann das auftaucht. Und ihr nur dann schreiben, liegt, sag mir wie viel, danke für die Hilfe. Gut, alles klar. Und wie gesagt, den Zeitstempel dazu. Ja. Du hast diese Datei gerade abgeschickt, klappst dein Laptop wieder zu, als Hattie dein Telefon klingelt. Ich guck auf die Nummer. Es ist von Mariana. Mariana? Deine Gude. Ich geh ran. Ja, ich weiß. Ich erinnere dich nur dran. Ich hatte jetzt mit allem gerechnet, aber nicht, dass Mariana mich anruft. Ja. Hallo, na, wie geht's? Hallo, ja, recht gut. Sag mal, das, ich weiß, die merkwürdige Sache, aber ich denke mal, dass du das gerne wissen möchtest. Wir hatten hier die Ausstellung von dem Samuel und mit den Bildern und da war gerade jemand da, der sich für dieses reservierte Bild interessiert hat und irgendwie, ich weiß, die ganze Zeit, es war halt so das Gefühl, ich hatte halt nur so, weißt du, dieser professionelle Modus, wenn man dann irgendwo da etwas erklärt und so weiter. Und sie wollte halt dieses Bild kaufen und ich habe ihr halt gesagt. Ja, es war eine junge Frau. Mir ist erst später aufgefallen, dass, also wenn ich sie jetzt nicht besser wüsste, würde ich sagen, das war die Frau auf dem Bild. Die Frau auf dem Bild hat versucht, ihr eigenes Bild zu kaufen. Ja. Sie ist gerade raus, so vor 2, 3 Minuten. Kannst du ihr bitte hinterhergeben? Gehen.
Ich kann es versuchen. Ich habe jetzt keine Jacke an, aber ich... Oder hat sie Kontaktdaten hinterlassen? Nein. Sie hat sich halt nur sehr für dieses Bild interessiert. Gut, so, pass auf, dann gehe hinterher. Also, aber bring nicht zu viel Zeit. Mach's gleich. Und wenn du sie erreichst, dann sag ihr, sie kann unter Umständen das Bild erwerben. Es ist reserviert, aber vielleicht lässt sich was machen. Es ist kein festes Angebot drauf. Okay, alles klar. Ich versuch's mal. Gut, dann tu dies, danke. Und ich sag zu dir, es scheint so, dass das Modell sein eigenes Bild erwerben möchte. Die Frau war anscheinend da. Ich guck mal kurz, Mariana, was hatten die für eine Perception? Dann hoffe ich, dass Mariana sie noch einholt. Mhm. Perception Alertness wäre so, da hat sie auch 5. Also die würde tatsächlich Leute gut erkennen. Also die ist schon eher visuell aufgestellt. Was hältst du davon, dass wir uns dann jetzt anziehen? Hopp, Schuhe, Jacke. Und wir fahren jetzt rüber, weil mindestens auf der Kamera sollten wir sie sehen. Schätzelein, ich habe schon immer gewusst, you're the brains of this operation. Na komm. Du hast den Laptop gerade zugemacht. Nee, da würde sie es nicht sehen. Der ist tatsächlich nur für die Kamera oben. Ach so. Das ist wirklich, also weil, das war mir jetzt ja wichtig. Alles andere ist ganz normal in dem normalen CCTV. Das ist nur die... Brie hat auch die Idee, falls Mariana sie lange genug auffällt, vielleicht sind wir ja... Ja, genau, wir machen uns auf den Weg. Das heißt, Brie springt in ihre Boots, Jacke drüber, Schal um und sieht zu, dass Hattie gefühlt an der Hand hinterhergezogen ist, wie die Treppe runter... Hattie kann durchaus die Treppe runtergehen. Ja, Brie würde eher laufen und versuchen, dass Hattie schnell mitkommt. Okay, ich sehe schon, es ist ernst. Und dann würde sie sich aufs Motorrad schwingen, wahrscheinlich Catherine oben nochmal winken und tatsächlich mit Hattie hinten drauf hupend in den Straßenverkehr einbiegen, weil sie wahrscheinlich irgendeinem Auto gerade die Vorfahrt genommen hat. Okay. Mhm. Ja, ihr saust durch die Stadt. ihr braucht natürlich ein paar Minuten, bis ihr dort irgendwie... Klar. Du fährst direkt zu dir nach Hause oder wo wollt ihr jetzt genau hin? Ja, direkt zu Hattie. Ins Geschäft quasi, was ja auch mein Zuhause genau. ist. Kurze Zeit nach euch kommt eine etwas außer Atem geratene Marina und ich habe immer versucht, dich zu erreichen. Ich habe sie leider verloren. Das macht nichts. Vielleicht kommt sie ja wieder, dann weißt du, was du ihr sagen Richtung, musst. Richtung Park ist sie, glaube ich. Central Park. Ja. Ja, das ist, da wohnt sie anscheinend irgendwie. Gut, wir gucken mal. Halt dich fest. Ich wollte gerade sagen, Brie wird den Motor wieder anschmeißen. Danke. Wir kommen gleich. Wir sehen uns später. Wir kommen gleich wieder. Nicht weglaufen quasi. Nein, natürlich nicht. Aber sie darf natürlich drinnen bleiben. Bestell dir Sushi. Danke. Und Brie wird tatsächlich und Richtung Park und wir würden die Augen aufhalten. Jetzt wird sie natürlich nicht rasen, sondern sie wird tatsächlich versuchen, Hattie kann ja, also Brie muss ja auch ein bisschen Straßenverkehr gucken, ich aber Hattie Perception. Kann ja nur Passanten angucken. Ja. Perception Awareness. Und schauen, ob wir die junge Dame entdecken. Fast als würden wir nach dem Parkplatz suchen. gegen die 6? Wie gesagt, wenn ich nichts weiter sage, dann... 3 Erfolge. Ja. Ich gucke auch nochmal, wobei bei mir müsste es erschwert sein, weil ich kann ja nicht normal gucken. Mhm. Ich habe auch nur einen Erfolg. Ich habe einen 10. Okay. Also direkt jetzt hier entdecken könnt ihr sie nicht, aber dadurch, dass sie halt anscheinend... Entweder nimmt sie immer den Weg durch den Park oder irgendwas verbindet sie mit dem Park oder... Ihr könnt jetzt mit dem Motorrad nicht direkt da reinfahren. Nö, ja, wir können sie am jetzt Park abstellen und noch halt ein Stück. Dann würde Brie tatsächlich ihr Motorrad parken. Das Gute ist, ein Motorrad hat eine bessere Chance, einen Parkplatz zu kriegen. Und dann würden wir ein Stück Richtung Park reingehen. Brie würde tatsächlich sagen, vielleicht Richtung Strawberry Fields. Mhm. Und falls wir nichts finden, dann können wir auf dem Rückweg schauen, ob wir einen Snack finden. Mhm. Gut. Mhm, wir stiefeln, dann, wir machen einen straffen Spaziergang Richtung Strawberry Fields. Ja. Dann machen wir das jetzt so, dann darf einer von euch sich 4 Zahlen von 1 bis 10 ausdenken. Möchtest du oder ich? Ich mache heute mal, wie hast du es beim letzten Mal gemacht, so tippst sie in den Chat, gell? Ja, genau. Ich habe sie nur Markus in den Chat genau, gemacht. Okay, du kannst ja, glaube ich... Ja, kannst du einen geben für wen? Also zwischen 1 und 10, ja. Mhm. Ja. Und ich würfel dann einen. Rena alias Judy darf einen W10 würfeln.
Ich bin durch. Gut. Eine 8. Okay, alles klar. Das ist ein Treffer. 40% Chance, sie hatte sie ja. Ne? Also, yes. Ja, in der Tat, ihr könnt dann irgendwann so auf, ja, sie hatten ganz noch ein Stück Vorsprung, tatsächlich jemanden entdecken, der so vom Typus her, wie dort auf dem Bild gezeichnet, wie gesagt, mit diesem etwas längeren, so eine Winterjacke und warmen Stiefeln und Pudelmütze auf und wie ihr auf die Entfernung dann kurz erkennen könnt, diesmal hat sie, also auf dem Bild hatte sie ja nur einen Zopf, hier hat sie jetzt zwei anscheinend, die aber so von der Körperstatur und da halt genau drauf passt. Aura. Ich wollte gerade sagen. Auf die Entfernung geht das nicht. Wieso wird ist die denn weg? 50 Meter. Aber wieso, wie genau muss man da sein? Das war mir nicht bewusst, dass das. Ich dachte, es reicht, wenn es ich. Es muss schon sehe. Irgendwie so sein, dass du halt diese. Nee, ist okay, das war mir nicht bewusst. Aura ich dachte besteht. Wirklich, dass das reicht, wenn ich die Person sehe. Ist in Ordnung. Nee, ne? Also das muss schon. Ist genauso wie mit dem Presence-Effekt, das würde auch nicht funktionieren okay. auf 50 okay. Meter. Ne? Wir hatten das damals mal in der Vampire-Runde. Du siehst, ja, ich gucke mit dem Fernglas nee, und ich nee, möchte nee, die Aura lesen. Mit dem Fernglas, wenn du auf 100 Meter. Ich denke, sobald wir sie entdecken, würden wir zwei Hacken in den Teer geben und wirklich laufen. Ja. Okay, gut. In der Hoffnung, dass sie keine Panik kriegt. Immerhin sind wir zwei weibliche Wesen, die laufen. Das ist weniger furchteinflößend, wenn jetzt zwei Herren auf sie zurennen würden. Ja, sie scheint, wenn ihr jetzt so euch nähert, also ist natürlich immer mal so, dass sie Abzweigungen nimmt und dass irgendwie mal die Sicht kurz weg ist. Aber ihr könnt sie halt immer, ihr könnt so die Distanz verkürzen. Ich sag mal, wenn sie in Rufweite ist, würde Bree tatsächlich auch rufen. Entschuldigung! Wir haben ja einen sehr guten Grund. Wir wissen, sie möchte das Ding kaufen und ich bin die Besitzerin. Ich habe ja meine Handtasche dabei und da ist eine Karte drin. Ja. In dem Moment, wo du rufst, sie scheint sich im Moment nicht ganz angesprochen zu fühlen. Sie biegt halt gerade, das ist halt so ein Hauptweg. Ich meine, ihr kennt euch sehr gut aus. Biegt halt links in so ein. Es ist ein kleines, ja, ein Wäldchen ist jetzt übertrieben. Aber im Endeffekt sind das zwei Halbkreise und in der Mitte ist so ein runder Platz, wo dann auch so Parkbänke stehen. Ja, also dieses Gehölz mag ein paar Meter tief sein sozusagen. Ne? Also man kann dann direkt, also der Weg geht mehr oder weniger gerade durch mit dieser Platz und da biegt sie halt gerade ab. Und scheint entweder sich nicht angesprochen zu haben oder hat es nicht gehört oder ignoriert das, wer weiß das schon so genau. Wir würden versuchen, also Hattie dürfte schneller sein als Bree, gehe ich davon aus. Ja, ich würde aber jetzt nicht Celerity einsetzen, weil das wäre wirklich strange, wenn ich da wie ein kleiner Pfeil da rumlaufe. Obwohl, ich würde Celerity einsetzen. Ich will dir hinterher, ich will die erreichen. Okay. Ist natürlich so ein Maskerade. Also wenn du zügig, sie hatte jetzt irgendwie keine wirkliche Eile. Also so. Achso, sie ist jetzt dann nicht gerannt. Nein, sie ist nicht gerannt, aber ihr müsst das halt irgendwie, dadurch, dass sie teilweise, dass ihr mal stoppen musstet, um zu gucken, wo sie jetzt lang ist, ach, da hinten ist dann sie. Ja, dann wir tatsächlich in die Richtung. Und sobald Bree nochmal sie sehen würde, würde sie nochmal das Gleiche rufen. Ja, also im Endeffekt müsst ihr schon dort, wo diese Abzweigung ist, da kann man geradeaus dann halt durchgucken. Und sie hat halt anscheinend gerade da den Ausgang auf der anderen Seite, Ausgang, also da, wo es wieder rausgeht, beim Bällchen erreicht. Bleibt stehen, dreht sich zu euch um. Und jetzt könnt ihr sie natürlich aus der Nähe betrachten, vor allen Dingen, weil da seitlich von ihr auch noch eine Laterne ist. Entschuldigung, also Miss. Warte mal kurz, einfach nur um die Beschreibung nochmal. Wie gesagt, sie hat tatsächlich so eine Winterjacke an, diese Pudelmütze auf, im Endeffekt genau das, was ich gerade. Sie hat auch eine Umhängetasche, die sie jetzt so ein bisschen an sich klammert, also so eine Messenger-Bag. Vom Alter her, Studentenalter. Ja. Also 20. Also, und es ist natürlich wieder dunkel. Hier steht ja an der Laterne. Nein, es ist Nacht. Also achso, es ist Nacht. Ja, klar, ja, klar. Ob sie sonst könntet ihr ja auch nicht hier weil, sein. Ja. Nein, weil wiederum dieses, wir haben sie nie gesehen bei Tag. Mhm. Wir haben nie ein Foto von ihr bei Tag gesehen. Es ist jetzt wieder Nacht. Ja, ja. Ja, und dadurch, dass sie jetzt so da auf, im Moment noch so, sagen wir so, ihr steht auf der einen Seite von diesem Platz und sie auf der anderen. Das ist die aktuelle Distanz. Das sind so 13, 14 Meter oder so. Bree wird tatsächlich sie hat dunkle Augen und diese schwarzen Zöpfe.
Also unnatürlich dunkle Augen? Also so. Also, nee, okay, also dunkle Augen so, einfach. Nicht, ja. Nicht so, ach, sie hat komplett schwarze Augen. Ja, ja. Nein, das nicht. Nein, 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 Gottes Willen. Ja, und mit dem etwas skeptisch strengen Blick, mit dem sie euch anschaut. Völlig verständlich, wenn zwei so, Leute hinterherlaufen. Popkultur, je nachdem, wir können es nicht so ganz einordnen, aber das war, im Endeffekt ist sie wie eine Wednesday Addam, die man die Klamotten von einem Mine Granger gesteckt hat. Okay. Ich kann mir das so richtig Jetzt kann vorstellen. Ich mir richtig ja, vorstellen. Also dieser etwas strenge Blick mit diesen schwarzen Zöpfen, aber so vom Stil her mehr so, ja, vielleicht hat sie unter der Winterjacke einen selbstgestrickten Pullover oder sowas in der Richtung. Gut, also ich würde natürlich jetzt einfach mal die Presence so auf 2 hochfahren. Ich will sie ja nicht verführen, sondern ich möchte nur, dass sie sich... Ja, dann würfel doch mal auf Perception, Empathy gegen... Nee, jetzt ist erstmal Bree dran, weil Bree was sagen möchte. Bree ja. würde tatsächlich nur mit dir reden, weil Bree die Idee hat, ich beschäftige sie, kann Hattie nämlich ihren Scan ja. machen in Ruhe. Weil reden und gleichzeitig scannen stelle ich mir immer etwas schwieriger vor von der Konzentration. Ja. Weil ich möchte ich gebe einen Willpower-Punkt aus, das ist mir jetzt wurscht, ich will einen automatischen Erfolg. Ich möchte wissen, was das ist. Bree, muss man das mit dem Willpower eigentlich vorher entscheiden oder kann man das entscheiden, nachdem man gewürfelt hat? Nur für mich von den Regeln her. Am besten ist vorher. Okay, nur für mich. Und es ist gut, dass ich das gemacht habe, deswegen habe ich insgesamt 2 Erfolge. Gut, ja. Aber Bree wird nur, sie waren gerade in der Galerie, um ein Bild zu kaufen. Unsere Assistentin war leider nicht schnell genug, sie wieder einzuholen. Das Bild ist gegebenenfalls noch verkäuflich. Es ist nur reserviert. Ach so? Also sie guckt so ein bisschen zwischen euch hin und her? Das ist Mrs. Jones, die Besitzerin. Ah. Ja, ich habe auch meine Karte dabei. Es freut mich, sie kennenzulernen. Und ich gebe ihr mein nettestes Lächeln. Also wie gesagt, Presence 2. Ja. Mhm. 2 Erfolge, was gibt mir das? Also... So von der Intensität her, ihre Aura, es ist weder hell noch dunkel, also oder blass, sprich so oft im Menschlichen. Mhm. Ach, sie ist Mensch, okay. Und von der Emotion her ausgeglichen. Okay, gut. Also, sie ist jetzt weder irgendwie von Freude erfüllt, noch irgendwie hätte sie Angst oder ist wütend oder wichtig so etwas. Ist, halt sie sollte balanced. Keine Weißerchen wie wir haben. Und sie ist auch keine Göttin. Kein göttliches, sehr gläubiges Wesen. Es sei denn, sie ist so göttlich, dass sie wiederum so aussehen kann. Den paranoiden Pfad wollen wir nicht runtergehen. Nee. Na gut. Also ich gehe jetzt davon aus, sie kann noch gucken, sie ist nicht blind geworden. Dementsprechend haben wir nicht das Gleiche wie unten in der Stadt. Gut, dann würde ich sagen, mein Name ist Harriet Jones. Hier ist meine Karte und ich würde einfach meinen Geldbeutel aus meiner Handtasche nehmen und ihr meine Karte geben. Dafür müsstest du die Distanz erstmal verkürzen. Ja, das würde ich machen. Ich meine, ich wirke extrem unbedrohlich. Ich glaube, Hattie wäre aber taktisch klug genug, so, ich sag mal, den halben Weg zu machen. Und ja, also ich meine, das ist die Karte würde ich erstmal rausnehmen, damit sie sieht, was ich da mache. Denn wenn ich jetzt anfange, auf sie zuzugehen und dann meine Karte, dann hat sie ein Messer zwischen den Rippen. So, ich würde einfach wirklich die Karte auch rausnehmen und sagen, hier ist meine Karte. Ich würde noch mal vorbeikommen. Gerne, ja. Ihr seid ein persönliches Interesse, dass ich dieses Bild erwerbe. Ich kann verstehen, warum. Und ich lächle sie an. Sollen wir einen Termin machen? Hm? Nicht, dass sie wieder nur die Assistenz antreffen. Sie guckt so ein bisschen skeptisch zwischen euch hin und her. Nein, ich meine, entschuldigen Sie, ich möchte es ganz klar und deutlich sagen. Sie sehen dem Modell sehr, sehr ähnlich. Ich kann verstehen, dass Sie dieses Bild faszinierend finden. Ja, sagen wir so, ich habe, jetzt schmutzt sie so ein bisschen, ich habe ja den Künstler neulich selber angetroffen. Bei der Vernissage? Er war hier im Park unterwegs, wir haben uns getroffen und mir ist ja neulich schon mal aufgefallen und dann ist auch klar, dass er, deswegen weiß ich ja auch, dass das Bild bei Ihnen ist. Ach, er hat es Ihnen gesagt, Mr. Rhodes hat Ihnen gesagt, dass es ein Bild von Ihnen gibt. Ah ja, ja wunderbar, das ist ja dann in Ordnung. Ich weiß nicht, sie schmunzelt immer noch so ein bisschen, ein junger Mann, der wohl noch Interesse hat und dann...
so ein bisschen schüchtern vielleicht. Vielleicht hat er nicht getraut, mich direkt anzusprechen. Aber es ist ein wunderschönes Bild raus geworden. Ja, das schon. Gut, dann... Aber ich wüsste es dann gerne bei mir eigentlich. Wann möchten Sie denn vorbeikommen? Wann kann ich es abholen? In 2 Tagen? Sagen wir 18.30 Uhr? Ja, gut. Mhm. Gut, dann sehen wir uns dann. Mhm. Jetzt zum Schluss, sie wirkte so ein bisschen trotz deines Presence. Also, wenn ich jetzt näher gekommen wäre, sie wäre so ein Stück auch zurückgewichen. Das ist in Ordnung. Und hatte dann so ein bisschen auch, hatte das gemerkt, die Tasche hängt wahrscheinlich so auf der linken Seite. Die hat schon ihr CS-Spray in der Hand. Nee, das nicht. Also die Hände könnt ihr sehen, aber ist es so dieses, wenn man so ein bisschen die Hand in diese Tasche krallt und so eher das Bedürfnis hat, die Tasche so vor sich zu bringen, wie so ein Schild. Also die macht's nicht, aber das ist zumindest so ein bisschen... Gut, dann... Dann einen schönen Abend. Schönen Abend noch. Danke ebenso. Bree würde sich bei Hattie einhängen und umdrehen. Mhm. Und Hattie tatsächlich nur ins Ohr flüstern, wir brauchen eine Ecke, wo ich mich verwandeln kann. Ja, da drüben ist ein Wäldchen. Ja, hier steht gerade in dem Wäldchen. Also es sind zwei das können wir aber nicht sagen. Wenn du dort ins Gebüsch gehst, dann hast du auch eine Ja, das fällt aber auf, denn ich könnte mir vorstellen, ich habe jetzt hinten keine Augen, dass die gute Dame uns beobachtet. Das heißt, wir gehen jetzt wirklich ein Stück weg. Wir gehen jetzt nicht einfach da ins Gebüsch, weil das wäre super, super strange. Genau, also wir würden ein Stück oder wir würden ein bisschen zirkeln, dass wir von hinten in dieses Wäldchen reingehen. Ich bräuchte halt Hattie so ein bisschen zum Schmiere stehen, um sicher zu gehen, dass nicht irgendein verwirrter Jogger oder ein Pärchen, was lustige Ideen hat, uns irgendwie dazwischen funkt oder jemand, der so eher wölfischer Natur ist, wer auch immer. Dann würde ich jetzt Perception Alertness würfeln, um quasi zu gucken, ob ich irgendwas sehe. Wenn du einfach nur zu gucken oder wenn du Übernatürliches erspüren möchtest? Einfach nur gucken, weil sonst müsste ich ja Perception Empathy würfeln nochmal eine Aura lesen. Aber da ist ja im Moment nichts, was ich lesen kann. Awareness. Wenn du halt wirklich jetzt sagst, ich möchte mal nach Wölfchen gucken oder so, dann wäre das Perception Awareness. Aber sehe ich die denn, nehme ich die dann auch wahr, wenn ich sie nicht sehe? Das ist mehr so ein Instinktding. Also je nachdem, wie gut du würfelst, könnte es sein, also dieses. Es ist so dann dieses Gefühl, ich werde beobachtet, mir stellen sich die Nackenhaare auf oder sowas in die Richtung. Ich gucke und lausche jetzt mal ganz normal. Das würde Bree aber auch, bevor sie sich verwandelt. Weil wenn sie alleine wäre, wäre das genau der Wurf, den sie machen würde, bevor sie dann sagt, los geht's. Eine QS, ein Erfolg. Ich habe 3 Erfolge. Okay. Ja, Brianna, wenn du es dir jetzt so überlegst, es ist halt so dieses, du bist dir aber nicht ganz sicher, ob da was ist oder nicht, aber es ist schon so ein bisschen, Also es fühlt sich nicht entspannt sicher an. Wir müssen irgendwo anders hin. Gut, dann gehen wir. Also ich folge dir da, ich bin da jetzt völlig entspannt, weil ich weiß, wenn du sagst nö, dann ist es nö. Wir würden dann ein bisschen weiter spazieren. Die Frage ist halt, wir sind ja im Gebiet der netten Leute, mit denen wir eigentlich nichts zu tun haben wollen. Aber Bree wird sich tatsächlich dann eine andere Stelle suchen wollen und würde das Gleiche nochmal versuchen. Ja, bitte. Ich würde auch nochmal ganz normal schauen. 4 Erfolge. Sehe ich irgendwelche Menschen rumstarken oder irgendwas? Oder höre ich irgendwas? Ich habe 3 Erfolge. Also zu dem, was du an Menschen oder so siehst, im Endeffekt das, was ihr hier immer antrefft, da ist mal so ein Hundespaziergänger dabei oder nochmal einer, der eine späte Joggingrunde macht. Vielleicht auch irgendwie ein Pärchen, was mal irgendwo eingehakt irgendwo Spaziergang macht. Jemand, der eine Zigarette raucht, keine Ahnung, so dieser übliche, was halt im Central Park irgendwie nochmal so passieren kann. Vielleicht auch mal der ein oder andere Zwielichtige, der so mit der Kapuze übergezogen, so im Hoodie dann irgendwo lang geht. Was auch immer der jetzt so vorhat. Also ich würde halt dann gucken, dass ich halt dann schaue, dass ich einen Moment abpasse, wo jetzt nicht gerade 5 Leute an uns vorbeilaufen oder an unserem Wäldchen. Ich will das ja auch nicht mitten auf dem Weg machen, sondern es wäre irgendwo einer, ich weiß, es gibt ja auch noch Felsen und tatsächlich auch einen ganzen Schwung Steine dort, die ein bisschen größer sind und würde versuchen, da irgendwo, weil Hattie kann man ja sehen, das wäre ja nicht schlimm, wichtig ist, dass ich nichts gesehen werde. Ich würde tatsächlich mich an einen dieser Steine lehnen, gut sichtbar und dann möglicherweise auch rauchen, dass die Leute es nicht komisch finden, während ich da stehe und schmiere stehe.
Und du bist dann verborgen. So wäre die Idee. Ja. Und ich würde halt einfach nur gucken. Bree würde tatsächlich auf alle Viere sich möglichst klein machen. Mhm. Und würde, wenn man wirklich, ich sag mal, wirklich keinen sieht, würde sie sich in einen Raben verwandeln. Ah ja, ja. Und sie würde einen Blutpunkt ausgeben, damit es flott geht. Wenn es richtig flott geht, musst du 3 Blutpunkte ausgeben. Wie viel habe ich noch? Lass also im Endeffekt, eine Verwandlung dauert 3 Runden. Hm. Aber 3 Runden ist ja nicht so lang. Ist nicht so viel, ne? Also das sind halt Sekunden. Dann, ja. Also ich würde einen ausgeben, dass es noch ein bisschen schneller geht und dann tatsächlich... Ich weiß gar nicht, ob es da so ein Intermediate, also so ein Zwischending gibt. Also du kannst halt 3 Blutpunkte ausgeben, du schaffst es in einer Runde mit der Verwandlung. Okay. Oder du gibst einen Blutpunkt aus und schaffst es in 3 Runden. Das wäre das Normale eigentlich. Dann gibt sie den einen Blutpunkt aus und es sind 3 Runden zu schaffen, weil 3 Blutpunkte wollen wir nicht, dass sie die ausgibt. Dann haben wir einen Raben, der alles macht, aber nicht das, was er sollte. Ja. Oder hat jemand Nasenbluten? Oh, sie sieht lecker aus. Nein, das wollen wir nicht. Wenn er keins hat, dann kann ich eins machen. Genau. Ich wollte gerade sagen, ich habe das Mädel gefunden, sie lebt nicht mehr. Entschuldigung. Ups. Ja, genau. Also du verwandelst dich in einen Raben und dann fliegst du wahrscheinlich auf. Mhm. Jupp. Und gehe auf Suche. Gut. Dann Reception. Ja, Speed weiß vielleicht eher nicht. Dann Alertness, um sie wiederzufinden. Weil du hier suchst, visuell erstmal. Die Frage ist, das müssten ja... Dadurch, dass es dann doch mal dunkle Ecken gibt, ist das gegen 7, weil du nicht ganz so gut gucken kannst als Rabe. Das ist doch... Ich guck gerade mal ganz neugierig die Werte, die hier so hinterlegt sind. Ja. Was davon tatsächlich wie das aussehen würde. Nur mal ganz neugierig. Wobei wir hatten... Streetwise für Orientierung hat er plus, das hatten wir gesagt. Was hat er denn noch? Strength Dex, hohes Dex. Intimidation Awareness hat er auch 4. In dem Beispiel, was ich habe. Da würde der Rabe hohe Awareness haben und hohe Dex. Aber es wäre kein Dex. Nee. Social, Mental. So komische Stats, die sie hier aufgeschrieben haben. Ansonsten von Rahmen würde ich sagen 3-3, also Perception 3 und Alertness auch. So mal geschätzt genau. Jetzt. Nehmen wir einfach jetzt für den Zeitpunkt 6 Würfel und machen wir 6 Würfel und mal gucken. Wie gesagt, gegen 7, weil es halt dunkel ist. Teilweise sind wir die Laternen, aber... sind solche Vögel nicht intelligent, was ich komisch finde, weil gerade Raben wahnsinnig intelligent sind. Ja, gerade Raben sind sehr intelligent. Schon, ja. Ja, deswegen 2 Erfolge. Okay. Du musst halt einmal so rumzirkeln, also du Hattie kriegst natürlich mit, wie dann aus dem Gebüsch oder dem Schatten der Rabe aufsteigt. Du musst halt einmal rumzirkeln, um so nochmal die Richtung anzupeilen, in die sie halt nun... Sie ist auch tatsächlich erstmal so ein paar Schritte rückwärts gegangen, hat sich dann erst umgedreht. Mhm. Als das haben wir nicht mitbekommen, weil wir uns ja sofort umgedreht haben. Okay. Ja, Rena, du siehst halt, wie sie im Endeffekt das nächste Gehölz da erreicht. Auch wieder, dass das so ein Durchgang ist. Mhm. Ich bin halt kurz aus der Sichtweite. Ich würde halt versuchen, ihr zu folgen, wo auch immer sie hingeht. Das wäre halt jetzt mein Ziel. Das Interessante ist, als du dann da hinkommst, ist sie verschwunden. Also, das heißt, sie geht in durch das Gehölz durch, beziehungsweise geht dort, also es ist auch wieder, ne, dass so ein Weg ist und an der Seite irgendwie Büsche oder so, dass sie halt kurz aus der Sichtweite ist, auch wenn du so drauf zufliegst. Sie würde aber halt auf der anderen Seite von diesem Dings nicht wieder rauskommen. Bree wird tatsächlich irgendwo im Geäst landen. Ja. Und sich nochmal genauer umschauen und hören. Ja. Einfach verschwinden ist ja irgendwie komisch. Beziehungsweise, wenn sie dann immer noch nichts hörst und sieht, dann wird sie sich weiter nach unten bewegen, weil sie davon ausgeht, dass auch dort wieder Parkbänke stehen, wie auch in den anderen Ecken, und würde dann auf einer Parkbank auf der Rückenlehne landen wollen. Ja. Du siehst und hörst niemanden. Also, wenn das jetzt so ein Bereich ist, es kann mal sein, dass irgendwo dann ein Jogger in die Richtung kommt.
Das, also ich suche ja explizit nach ihr, weil ich habe sie nicht rausgehen sehen. Genau. Du entdeckst sie aber nicht mehr. Wirf nochmal auf Perception Awareness. Ein sehr unzufriedenes vom Raben, ein Gekrächze. Drei Erfolge. Ja. Es ist genau das gleiche Gefühl wie vorhin. In dem Rondell, wo er... Man sieht den Raben da sitzen, den Kopf seitwärts legen und sich so ein bisschen umgucken. Ich denke, Bree würde tatsächlich so ein Weilchen da sitzen bleiben. Solange jetzt keine Menschen ankommen, irgendwelche komischen Ideen haben, oh, ein Rabe. Wobei um die Uhrzeit geht sie davon aus nicht. Würde sie da tatsächlich sitzen und warten, weil wer weiß, ob sie sich versteckt und wieder rauskommt. Sie muss ja irgendwo geblieben sein, physikalisch. Ja. Geht Bree erstmal davon aus. Hattie muss dann gucken, was sie veranstaltet. Aber Bree wird jetzt, ich denke, locker so ein halbes Stündchen wird sie da sitzen und warten und schauen und lauschen. Es kommt tatsächlich zu der Situation, dass einer von den Joggern noch mal da lang kommt und so dieses dumm, weißt du, so Kopfhörer auf, so, mal kurz erschreckt, weil du ja ein etwas größeres Tier bist, dass du da so, ich meine, ist jetzt nichts Ungewöhnliches, da irgendwie ein Raben, aber dass der halt so ein großer Rabe auf der Parkbank, da ist ja auch eine Lampe, das beleuchtet, dann so auf die Nähe so hoch. Es würde da ein Gekrähe zurückkommen. Der und macht dann das so hoch, so einen kleinen Bogen drumherum und läuft dann weiter. Also, ich glaube, Bree wird sich tatsächlich so ein bisschen einpuffeln, als ob der Rabe hier gerade ein Päuschen einlegt. Weißt du, gegen die Kälte so ein bisschen und so ein bisschen immer mal sich umgucken und wirklich abwarten. Mhm. Und ich hoffe, dass nicht der große, böse Wolf kommt und denkt, Papa! Du guckst dich um, guckst auf die gefletschten Zähne und da ist es auch schon vorbei. Nein, aber in der Tat, obwohl, was macht Hattie denn jetzt dir? Also Brianna ist eine ganze Zeit lang weg, wie wir gehört haben, ja, mindestens Hattie, eine halbe Stunde. Was machst du jetzt dann zwischendurch? Ich glaube, Brie hätte dir auch mitgegeben, geh zurück nach Hause, weil dann kannst du mit Mariana nochmal reden. Also ich würde tatsächlich nach Hause gehen, aber ich würde unterwegs gucken, ob ich irgendeine Bierleiche hier im Park liegen finde. Gute Idee. Du machst also Happa. Dann mach mal deinen Jagdwurf, dadurch, dass Wits hier Betrieb ist und so, müssen wir es erhöhen auf 8. Nee, ich würde natürlich nicht gehen, wenn jetzt hier Betrieb ist. Also wenn es jetzt. Ja, ja, ich hatte ja gerade gesagt, also ihr seid jetzt. Achso, nee, ja, so dann nicht. Dann nicht. Ich bin ja nicht blöd. Wir wissen ja, wie das ist. Genau, dann würde ich nach Hause gehen und Mariana, weil die wir haben ja gesagt, sie soll auf uns warten, denn die muss ja auch irgendwann nach Hause, die hat ja auch ein Privatleben. Marina heißt sie übrigens, fällt mir da auf, nicht Mariana. Mhm. So, dann komme ich jetzt daheim an und sage dann, hi Marina. Ja. Wir haben sie gefunden. Sie ist gerade wie ein Bote von irgendwo einem Lieferservice gerade wieder wegfährt. Ach so, die hat sich ja Sushi bestellt. Sollte sich Sushi bestellen. Ich komme dann rein und sage, hi Marina. Hallo, wie gesagt, es tut mir leid, ich habe sie noch du, das ist okay, wir haben sie getroffen. Sie kommen in 2 Tagen um 18.30 Uhr hier vorbei, ich werde sie persönlich bedienen. Ich weiß nicht, wie sie alles heißt. Sie hat ihr unseren Namen nicht gegeben, aber sie möchte tatsächlich dieses. Und sie kennt den Künstler. Und sie hat mit ihm gesprochen. Ah. Jawohl. Okay, na dann. Ja, und sie ist es tatsächlich. Gutes Auge. Das ist interessant. Danke. Was ist das, Lachs? Sieht gut aus. Ja, unter anderem. Also sie erklärt dir so die verschiedenen Sushi-Sorten, wie auch immer die ich jetzt heißen. Ich hoffe, du hast Tempura Epi genommen. Die sind sehr lecker. Also die würde ich essen wollen. Ich kenne mich jetzt selber nicht so mit Sushi aus. Wahrscheinlich wird sie sowas, sie wird sich auskennen und wird dann sowas dabei haben, ja. Gut, also aber wirklich, sehr, sehr gutes Auge. Dann werde ich jetzt mal dieses Bild aber wegnehmen, nicht, dass noch irgendjemand anders hinguckt. Jetzt ist es tatsächlich reserviert. Und dann bringe ich es nach oben in mein Zimmer. Ja. Gut. Gut, ja. Maria würde sich dann... Es kann sein, dass nachher Hattie vorbeikommt. Das würde mir Sorgen machen. Bist du nicht gerade nach oben gegangen? Dass das Bree vorbeikommt, ja. Ich soll noch warten? Nein, um Gottes Willen. Beende deinen Sushi und geh einfach nach Hause. Nein, ich wollte es nur sagen, aber es könnte Hause sein, genommen, dass sie... Oder perfekt. Also es ist ja in so einer Packung perfekt, drin, so einer perfekt, Tüte. Perfekt, und dann würde sie perfekt. Das halt auch mit, wenn sie jetzt gehen darf. Toodles. Bis morgen. Ich gucke auf mein Handy, weil es war jetzt natürlich silent. Hat die Marisa Marsika angerufen? Nochmal hoch oder tief? Hoch.
Du hast SMS zurückgekriegt. Ja, im Moment ist gerade schlecht. Ich habe hier zu tun. Das ist so dieses, ne? Du weißt, was die Tremere wieder für Aufgaben für sie haben. So klingt das, also von der Formulierung her. Aber demnächst wieder in 2-3 Tagen. Ich sag Bescheid. Ich schreibe zurück, ist super. Und denk mir so, okay, gut, also ich meine, wenn ich da 2 bis 3 Tage warten muss, bis da mal irgendwas passiert, da ist hier die Bude abgebrannt. Unzuverlässig. Und dann sie hat sich einen höheren Herrn, dem sie nicht widersprechen kann. Ja, ja. Ich setze mich dann an den Schreibtisch und starre dieses Ding an. Dieses. Als könnte es mir etwas sagen. Welches Ding? Diese Mappe. Ach, die ist noch voller Puder. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wieder entfernt habt. Das haben wir. Da, OCD, glaub mal, natürlich hätte ich das direkt entfernt. Okay. Hätte. Ja, ja. Ja. Du kannst den Fingerabdruck von Sean gegen den wir gefunden haben, weil ich bin mir sicher, Sean hätte seinen Fingerabdruck artig abgegeben. Ja, ja, ich habe ihn nur noch nicht gesehen. Ja gut, und dann warte ich drauf, was... Ach nee, ich bin ja blöd, weil ich wohne ja zurzeit bei ihr. Ich gehe wieder und fahre zu dir nach Hause und warte dort auf dich, weil ich glaube nicht, dass du davon ausgehst, dass ich daheim bin und du vor mir, weil ich im Moment ja in Panik bin, dass mich jemand klaut. Ich fahre nach Hause zu ihr. Gut, alles klar. Beziehungsweise ich gehe, ich kann ja nicht fahren. Wie auch immer du da hinkommen möchtest. Du kannst auch ein Taxi nehmen. Oder sonst irgendwas. Ich gehe durch die Nacht. Vielleicht treffe ich ja irgendjemanden, der in einer Dark Alley liegt und kurz vorm Exit. Auf dem Stück hast du auf jeden Fall ein paar Alleys, wo du reingucken kannst. Ich gucke da immer mal wieder rein. Ja, dann machen wir einen Jagdwurf. Gegen 7. 2 Erfolge, 7 und 10. Ja, dann. Om nom nom. Ja, om nom nom. Om nom nom. Gut. Bree sitzt in der Kälte auf einer Parkbank. Ich wollte gerade sagen, dir wird langsam kalt. Nee, ich glaube nicht, dass Ding kalt wird. Also, du bist eine Rabe jetzt. Du hast keine Dings, also du hast dann auch irgendwie kleineres Körpervolumen. Aber ich glaube nicht, dass Raben im Winter frieren. Weil dann könnten aber sie du nicht bist ein toter Rabe. Aber du bist ein untoter Rabe. Du bist ja kein Nied als Rabe. Du bist kein Rabe, der lebendig ist. Ich glaube, Bree wird dann sporadisch mal auf der Bank so ein bisschen auf und ab hüpfen, um hier so ein bisschen Bewegung reinzukriegen. Guck mal, ein tanzender Rabe. Aber es passiert nichts, während ich da sitze. Nur, dass halt langsam dieses Gefühl verschwindet. Mit dem, dass halt da eventuell was sein könnte, aber du es nicht mehr ausmachen kannst. Das ist dann so, als und es ist halt eine kalte Winternacht mitten im Park. Unter dieser Lampe und so langsam müsstest du was tun, um dort nicht halt, ich sag mal, festzufrieren. Ich erhebe mich mit einem Kra, kra. Kra, kra. Der ist nicht glücklich, klingt tatsächlich in die Höhe und denkt mir, scheiße, mein Motorrad. Und würde tatsächlich, ich glaube, erst zu Hattie rüberfliegen. Einmal ums Haus zirkeln, ob ich Licht sehe. Und die Antwort wäre nein, weil keiner mehr da ist. Weil Hattie wäre definitiv schon auf dem Weg wieder weg. Die wäre entweder noch jagen oder schon bei mir. Wahrscheinlich, ja. Es sei denn, du hast vorne halt eine Lampe an, ne? Dass halt irgendwie vorne das beleuchtet ist permanent. Aber ich würde oben gucken. Also, unten ist immer so das Schaufenster beleuchtet. Ja, das wüsste ich, aber es geht darum, ob oben jemand ist. Und wenn ich dann niemanden sehe, dann würde ich nochmal gucken, ob mein Motorrad steht, wo es steht. Ja. Und würde dann nach Hause fliegen, weil im Moment ich mir denke, mich hier irgendwo zu verwandeln. Sie fühlt sich dabei nicht so richtig sicher. Das heißt, sie wird tatsächlich in ihr geflogenes Zuhause auf dem Dach hüpf, hinten in die Ecke verschwinden und dann wieder Mensch werden. Mensch werden ist gut. Kanid werden. Ja, also du hättest auf jeden Fall irgendwo eine Ecke im Park, wo du ungesehen nicht wieder zurückverwandeln kannst. Dann würdest du es tatsächlich im Park machen, weil sie weiß, das Motorrad ist morgen nicht mehr da, wenn sie es jetzt nicht mitnimmt. Ne? Also der Park ist groß genug, da gibt es irgendwo Ecken, dass man da irgendwie mal... Dann würdest du tatsächlich irgendwo auf eine Ecke zirkeln, wo sie tatsächlich
das Gefühl hat, dass sie wirklich niemanden sieht, auf jeden Fall. Wichtig ist ja, wie gesagt, ehrlich, wichtig ist Maskerade bewahren. Das heißt, wichtig ist, dass kein dummer Mensch mich sieht. Wenn ein Werwolf mich sieht, ist das kein Maskeradebruch, ganz ehrlich. Genau. Dementsprechend kein langweiliger Jogger oder irgendwas. Und dann würde sie sich zurückverwandeln, schütteln und würde tatsächlich ein kleines Läufchen, sie wird dann selber zum Jogger werden und Richtung Motorrad ja, joggen, ja. sich aufs Motorrad schwingen und... Als du als Rabe losgeflogen bist von der Parkbank, du hast schon gemerkt, dass die Bewegungen etwas steif sind. Ja, also ich merke schon. Steckt dir wirklich, ne? Wie gesagt, weil du halt das kleine Volumen hast und das ein bisschen schwierig wird bei den Minusgraden, aber jetzt geht's wieder. Sie versucht sich Richtung Motorrad zu bewegen und dann aufs Motorrad zu schwingen und nach Hause zu düsen, in der Hoffnung, dass Hattie Heil dort angekommen ist, weil Hattie hätte auch die Codes, um reinzukommen. Ja, klar. Genauso wie ich bei ihr reinkomme. Und würde dann mein Motorrad drinnen parken und nach oben stiefeln. Genau. Ihr trefft dort aufeinander. Und? Kalt. Setz dich. Sie ist verschwunden. Sag mir, wie sie das gemacht hat. Sie ist ein Mensch. Wie sah Charlie denn für dich aus? Hell. Nicht so wie sie. Sie ist wortwörtlich im Nichts verschwunden. Sie ist in so eine ähnliche Lichtung, wo wir sie gesehen haben. Weißt du, dieses Plätzchen mit den Bäumen? Ähnliche Situation. Sie ist reingegangen, nicht wieder rausgekommen. Ich glaube dir das. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass jemand da war. Die kann kein normaler Mensch sein. Ich kann dir nur sagen, was ich gesehen habe, und für mich sah sie aus wie Marina oder Catherine. Gibt es Fachleute, die uns sagen können, wie wer aussieht? Du könntest natürlich mal eine Tremere fragen oder eine Toreador. Meredith! Netter Wald, aber Meredith weiß ja, wir wissen, dass Meredith, viel oder dass wenig Meredith jünger ist als ich. Also ja, insofern. Ich kenne jetzt deine Heeresführung nicht. Meine wird mir da nicht helfen können. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob mein Primogen-Name hier einfügen es gutheißen würde, wenn ich mal bei ihr anriefe und sagen würde: Schätzelein, erzähl doch mal. Es ist aber schon bedenklich, dass Wesen einfach verschwinden können. Also sie war, fangen wir mal so an. Wer wissen wir, das verschwinden kann? Die Nosferatu. Sie ist definitiv sie keiner. Sie ist keiner von uns. Das hattest du ja schon festgestellt. Ja. Es sei denn... Was wäre, wenn wir eine Kainitin hätten, die in der Lage ist, ihre Aura zu verschleiern? Ich meine, stell dir das mal vor. Es gibt Leute, die können sich unsichtbar machen. Das ist nichts anderes als etwas zu verschleiern. Was, wenn man in der Lage ist, seine Aura, wenn auch nur für einen kurzen Moment, zu verändern? Vielleicht können die Tremere das. Oder die Magier. Vielleicht hätten wir sie doch nachmittags zu Marina zum Termin bitten sollen. Dann wüssten wir es, ob sie dazu gehört oder nicht. Nun ja, ich kann es noch einmal versuchen, wenn ich sie das nächste Mal sehe. Vielleicht sehe ich dann mehr. Ich befürchte. Alternativ können wir sie auch einfach festhalten und ich fühle ihren Puls. Das wäre sehr unhöflich. Sie hat uns ehrlich ja nichts Die Idee ist ja, dass wir eigentlich mit ihr reden wollen, um rauszukriegen, warum zum Henke jemand sie sucht. Ganz ehrlich? Mein Gefühl, das mir diese Dame vermittelt hat, ist, wenn wir ihr erzählen, was passiert, dann hält sie uns entweder für verrückt und geht, oder sie geht einfach nur so. Ich glaube nicht, dass sie uns für verrückt hält. Das ist schon eine sehr merkwürdige Geschichte, oder? Wir kennen jemanden, der den Auftrag erhalten hat, von einer ungenannten Person irgendwo in Großbritannien ihr ein Jobangebot zu machen. Und aus nicht näher genannten Gründen, die wir ihr nicht erklären können, hat man uns gebeten, sie zu finden, und wir haben zufällig einen jungen Mann,
der Bilder malt. Ich habe zufällig eine Kunstgalerie und er kommt zufällig hierher und zeigt mir dieses Bild. Und sie kommt zufällig, naja, das ist jetzt nicht so ganz zufällig, denn sie hatte ihn ja kennengelernt und er hatte ihr von dem Bild erzählt. Also der Teil ist dann nicht mehr Zufall. Das sind so viele Zufälle. Ganz ehrlich, wenn sie jetzt keine Quantenphysikerin ist, dann glaubt sie uns das einfach nicht. Und das mit der Quantenphysik hätte ich nicht gesagt, weil das weiß ich nicht. Ich bin immer noch der Meinung, dass sie kein einfacher Mensch ist. Wie gesagt, erklären würde, warum jemand sie sucht. Ich, ganz ehrlich, ich hatte damit gerechnet, etwas anderes zu sehen. Ich bin sehr überrascht, dass ich nichts anderes wahrgenommen habe. Denn ich stimme dir zu. Dass sie jemand sucht, ist für einen normalen Menschen... Ich meine, was schätzt du, wie alt sie ist? 20. Sie erschien mir jetzt nicht wie... Sie sieht auf jeden Fall so aus. Ja, eben. Ich sag ja, was schätzt du? 20. Wenn man einfach nur nach 20. ihrem Äußeren geht. So, gut. Sie erschien mir jetzt nicht wie der neue Einstein oder der Messias. Also, warum würde man ausgerechnet sie so... Moment mal, sie hat ja mit uns gesprochen. Was hatte sie denn für einen Akzent? Ist sie amerikanisches Englisch? Hat sie amerikanisches Englisch gesprochen? Hat sie einen spanischen oder, Einschlag? Britisch? Oder britisches Englisch. Ja, britisch. Das hat mir in dem kurzen Gespräch... Du müsstest du mal dein Internet überprüfen. Du müsstest mal dein Spätestens Internet überprüfen. Geht's jetzt wieder? Ja. Ja. Das war genauso eine Bildstörung, wie ich sie vorhin beschrieben habe. Hat er sich gerade auf WLAN umgeschaltet? Nee. Okay, gut. Okay. Dann hoffen wir einfach, dass es nicht wieder passiert. Würdest du wiederholen, was du gerade gesagt hast? Mit dem Britischen, dann würde sie uns schon vielleicht glauben, dass jemand aus England sie sucht. Also was hatte sie denn dann für einen Akzent? Das haben wir nämlich immer noch nicht rausgeholt. Britisch hatte Markus. Ach, hat er das gesagt? Okay, ja, das habe ich nicht. Vielleicht auch so in der Phase, wo man so ein bisschen das Amerikanische mit übernimmt, aber es ist noch nicht ganz klar. Also wenn man sich eine Zeit lang irgendwo dort bewegt, also im Endeffekt genauso wie man, also sich, wenn man jetzt die Region wechselt, so ein bisschen den dortigen Dialekt oder irgendwas aufgreift. Sollten wir sie einfach warnen? Das können wir auch machen. Und ganz ehrlich, wir können schon mitbringen, dass aufgrund des Bildes wir angesprochen wurden. Was glatt gelogen wäre. Ach so, aber ich wollte es wäre eine sagen. Erklärung, die vielleicht etwas logischer klingt, als wir haben durch Zufall jemanden gefunden und sie ist eigentlich eine Hexe, aber darüber reden wir nicht. Du hast recht. Ich glaube, und wie gesagt, ich bezweifle gar nicht, dass sie kein richtiger, dass sie irgendetwas mehr ist als nur ein einfacher Mensch, aber ich kann es dir nicht sagen. Auf den Blick, den ich geworfen habe, reagierte sie rein menschlich. Also gefühlt würde ich ihr die Warnung mitgeben, dass angesprochen wurden, dass jemand sie sucht aus England und ein Privatdetektiv hierher geschickt hat. Und dass wir ehrlich kein Interesse haben, uns da einzumischen, aber wir würden ihr die Warnung mitgeben, dass sie vorsichtig sein muss. Because it's fishy. Es ist absolut. Und wollen wir dann Charlie sagen, dass wir sie gesehen haben, oder lassen wir es einfach unter den Tisch fallen? Weil Charlie auch nichts von dem Bild weiß. Also von dem Porträt. Ganz geschickt unter den Tisch fallen, und das Gute ist, wenn das Bild weg ist, wird Charlie auch nie erfahren, dass es ein Bild davon gab. Mhm. Ja, dann haben wir einen Plan. Hast du schon was gegessen? Nee, was kann ich noch tun? Mach's dir bequem. Bree drückte die Fernbedienung in die Hand. Kein Stranger Things. Und Bree wird tatsächlich auf Jagd gehen, aber sie wird ihr Sandman tatsächlich machen. Ja, jetzt ist spät genug, dass die Leute im Bett sind. Und würde ich schaue natürlich schon Stranger Things. Kommst du raus? War völlig. Du weißt schon, dass ich das im Nachhinein sehe, dass der Fortschritt in der Serie ist. Daran denkt sie nicht. Genau. Gott sei Dank kannst du keine Albträume haben. Die habe ich schon, wenn ich wach bin. Kann schon, das lässt sich einrichten, aber es wäre nicht der Normalfall. So, Dexter 3. Gut, das ist kein großartiger Wurf, aber auch kein schlimmer Wurf. Das sind zwei, drei Erfolge. Das ist okay, sie wird auch alle drei. Also sie ist ja die ganze restliche Nacht unterwegs und kommt kurz bevor man ins Bett gehen sollte, Hattie wieder zurück.
bist schon bei der dritten oder vierten Folge. Ich sitze so da, ich hab so die dicken Socken an, ich habe die Füße hochgelegt, ich gucke das da an und du siehst jetzt gerade so wahrscheinlich so die eine dieser Szenen, wo Eleven anfängt, irgendwelche Gegenstände in der Gegend rumzubewegen. Ich bin mal gespannt, ob ich höre, dass du kommst und ob ich rechtzeitig umschalte. Ja, nee, es ist kein Botsch, aber ich höre dich auch nicht. Dann ja. Geht die Tür auf. Bada! Bree ist da. In dem Moment siehst du auf dem Bildschirm, wie Eleven so dieses, wie sie so die ja, Hand genau. nach vorne streckt und ja, dieses ja. angestrengte Gesicht. Ja, genau. Ist gerade irgendwo etwas. Du siehst jetzt gerade den Blick eines Erwachsenen zum kleinen Kind, was sich denkt, unglaublich. Ich hab's eingeschaltet und also ich wusste dann nicht, wie ich umschalte und das lief dann und du weißt ja, wie es ist, es läuft dann immer Trau weiter. Trau dich nicht, mich anzulügen. Ja, ich geb's zu. Aber schau, es ist schon toll und sie ist eigentlich auch ein richtiger. Ich bin ziemlich sicher, wenn ich Elevens Aura lesen würde, würde ich auch die eines Menschen sehen. Na ja, wer weiß das schon so genau? Hattie ist davon überzeugt. Ich bin mir sicher, dass sie wie ein Regenbogen aussehen würde. Bree würde tatsächlich den Kopf schütteln, wird ins Bad gehen, sich einmal frisch machen und sich ins Bett packen. Ich schalte aus, ich gehe dann auch ins Bad, mach mich frisch, pack mich ins Bett, leg mich auf den Rücken, guck die Decke an. Ja, bevor quasi Lichter ausgehen, würde ich ja, sagen, was ist was? Wenn du Albträume davon kriegst, bin ich nicht schuld. Nein, das bist du dann nicht, aber du weißt doch, wir können nicht träumen. Man kann auch Tagträume haben, gell? Ja, die habe ich ja sowieso. Ich habe Tagträume davon, dass irgendjemand kommt. Ja, aber wenn jetzt davon irgendwas damit reinschwappt, nehme ich dich nicht mehr ernst. Das ist dir bewusst, gell? Das ist TV-Sendung durch Mensch gemacht. Aus den 80ern. Du weißt, dass ich Toreador bin. Du weißt, dass das Einzige, was ich habe, was du nicht in dem Umfang hast, eine überbordende Fantasie hast, ist... Dafür scheine ich den Überlebensinstinkt zu haben, dass ich mich nicht mit unnötigem Kram quäle, wenn es mir das Leben schwerer macht. Du weißt, dass wir die Kunst so lange ausleben, bis sie wehtut und darüber hinaus. Es gibt so viel im Fernsehen. Warum das, was dich triggert? Immerhin hast du keinen Poltergeist geguckt, hoffe ich. Nee, das habe ich dann heute nicht, also weil allein ist es doof. Es ist nur toll, wenn man zu zweit ist und dann gemeinsam lachen kann. Okay. Ich mach die Augen zu. Mhm. Bree macht auch die Augen zu. Ja. Gut, dann kommt irgendwann die Schlechtigkeit der Sandmann. Des Tages. Ich hoffe nicht der Sandmann, weil dann ist blutlos. Hätte an diesem Tag, du hättest es ja nicht für möglich gehalten. Du hättest ja eben noch darüber gelästert mit Tagträumen. Wir stehen jetzt so auf, weiter. Oder? Also wir sind jetzt wieder wach, oder? Nein, ihr schlaft gerade also, ein. Ach, okay, gut. Und an diesem Tag passiert absolut nichts. Ihr schlaft, ihr wacht auf. Wird's halt ein Blutpunkt. Ja. Schmeißen alles weg. Ich würde nach dem Aufstehen und erst ein Frischmachen einmal auf meine Nachrichten schielen und gucken, ob ich von Ellie irgendwas gehört habe, ob sie schon was analysiert hat. Sie schlägt ein Treffen im Maelstrom vor, also gleicher zeitgleicher Ort oder so, vielleicht irgendwas. Am heutigen Tage? Wenn du da Zeit hast, ja. Sie macht den Vorschlag. Sie weiß halt, dass ich nur ab so und so viel Uhr kann. Ja, ja. Hattie, ich würde heute kurz mal meine Computerdame treffen. Klar. Du müsstest dich dann alleine beschäftigen. Ich glaube, das kriege ich hin. Gut, nur dass du Bescheid weißt. Hast du was von Masika? Ach so, da hattest du ja, dass sie keine Zeit hat. Das hätte ich dir tatsächlich gesagt. Also wir haben es jetzt nicht ausgespielt, ja, ja. Aber das hätte ich dir gesagt, dass sie sagt, ich soll warten. Das, ja,
Hast du vom Sheriff? Wobei, die würden sich ja jetzt erst melden. Die würden dich nicht tagsüber anfunken. Die wissen ja, dass du tagsüber nicht da bist. Ja, sie haben sich aber auch letzte Nacht nicht gemeldet. Aber das da, ja. Dass das manchmal so ein bisschen braucht. Das ist, beim Sheriff würde ich auch keine sofortige Antwort erwarten, weil das wissen wir. Ja, du, pass mal auf. Beim Sheriff würde ich eine sofort, weißt du? Du weißt doch, wie es ist. Dann muss er doch erstmal mit allen Leuten reden und gucken und machen. Und es kann gut sein, dass mein Primogen mittlerweile auch noch einen Anruf bekommen hat, ob bei mir alles in Ordnung ist. Du weißt ja, wie das ist. Toreador. Naja, aber sie sollten ja erstmal mit dir reden, was überhaupt passiert ist. Du hast ja keine Details durchgegeben. Wie gesagt. Ich kann mich beschäftigen. Wir wissen, dass die Sicherheit der Leute anscheinend nicht so wichtig ist. Wir sorgen halt für uns selber. Ja, du kannst ja einen aus. Ich weiß nicht, ob du im Büro quasi nochmal vorbei gucken willst. Heute, morgen kommt sie ja, um das Bild zu holen. Mhm. Morgen kommt sie. Ich werde tatsächlich nur mal kurz bei den anderen beiden vorbeischauen. Und dann, ja, wahrscheinlich werde ich ein Buch lesen. Bei den anderen beiden heißt es bei deinen Ghoulen? Sean und Marina. Genau. Ja. Also, ja, ich würde auf jeden Fall. Möchtest du von Sean einen Fingerabdruck nehmen? Nein, das ist sein. Also, diese Bärenprankengröße 105 erkenne ich überall. Sortiert auf vier Blatt. Ja, genau. Die US Letter ist es dann eher vom Format. Ja, nee, und dann würde ich einfach rausgehen und ja. Brie würde nach Hattie das Haus verlassen und würde dann die Fernbedienung auf den Tisch legen, ein Post-it draufkleben, guck ruhig zu Ende, weißt du, wie es ausgeht. Und Smiley Face und würde dann tatsächlich sich auf den Weg malen. Erst wird sie runtergehen, bei Catherine nochmal reinschauen, ob wie es fortgeschritten ist mit dem Deal mit der Sicherheitsausstattung. Nur um Status zu haben. Und ich gehe davon aus, dass Catherine mit ihm einfach in Kontakt stand. Wahrscheinlich Geld schon mal rübergeschickt wurde. Ja. Weil erst Geld und dass er irgendwie sagt, keine Ahnung, in 2-3 Tagen oder so, dass er irgendwie das Paket abliefern kann. Wäre so meine Mutmaßung, weil er hat schon seine Leute, wo er was herkriegt. Und wir brauchen ja jetzt nichts komplett abgefahren ist, was so ganz, 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 ganz selten ist. Und dann stiefle ich zum Kaffee. Ja, du kommst dort an, das ist so die übliche etwas... was hast du an, wenn du da hingehst? Dunkle Jeans, Biker Boots, Lederjacke, Schal. Perfekt. Ich komme auch mit dem Motorrad an. Ja, wunderbar. Also dann passt du genau komplett in das Klientel, was dort irgendwo ich verkehrt. Mag den Laden, glaube ich, tatsächlich auch, weil er ist nicht so fancy und man schaut nicht so genau hin, weil alle so ein bisschen schräg aussehen und keiner, ich sag mal, hübsch. Also Meredith, zwischen Schreien und Inspiration wird sie wahrscheinlich alles hier finden in dem Laden. Und ja. Naja, sie würde den neuen, wie würde man das nennen, Crashed-Look entwickeln oder so. Genau, ja, also du triffst dich dann mit, wie war das, Aileen? Nee, Alina? Allison. Allison, okay. Mhm. Ja, die wartet halt schon. Ich lass mich neben sie plumpsen. Mhm. Ja, also diese Videodatei, die ist im Endeffekt beschädigt. Ist das Original, was du mir geschickt hast? Mhm, also das, was in der Cloud liegt halt. Aber ehrlich, die Version lokal sah jetzt nicht anders aus. Das ist interessant. Sie würde dir kurz etwas technisch erklären, merkt dann bald, dass du ihr nicht so ganz folgen kannst. Aber mit Intelligence Computer kannst du mal versuchen, da irgendwo halbwegs einen Sinn rauszukriegen. Intelligence Computer. Ein Erfolg. Schwierig. Also ich versuche es dir dann noch langsam zu erklären. Also Fazit, das, was du so wäre, mit menschlichen technischen Mitteln gibt es Wege, das zu verursachen. Das wäre so das Fazit, was ich versuche rauszuhören. Ja, also sie hatte jetzt im Moment nur diese Datei. Wüsste aber jetzt nicht, dadurch, dass halt nichts weiter drauf ist, wie das zustande gekommen ist. Sie kann auch nichts wiederherstellen. Nee. Okay. Es ist im Endeffekt, dass diese Datei schon auf der Datenebene kaputt schon ist. Schon kaputt ist. Ja, also im Endeffekt, als ob jemand sie so zerhäckselt hat, könnte man sagen. Ja, also irgendwo hat dann angefangen und wenn man halt die Datei so wirklich und dann halt wirklich so einen Schnitt gemacht, was halt dann etwas merkwürdig ist, im Endeffekt, ob das an der Kamera oder der Übertragung lag,
dass irgendwie jemand an dem Kabel was manipuliert hat oder je nachdem, ob das per Funk weitergegeben wird, also über ein Netzwerk, ein WLAN. Kann auch sein, dass man in der Kamera irgendwas rummanipuliert hat, wobei die Frage ist, wie die Kamera aufgebaut ist, also wo die hängt. Denn im Zweifelsfall müsste jemand zur Tür hineinkommen von diesem Raum, zur Kamera hingehen, wenn die irgendwo in der Ecke hängt, und dann etwas machen. Da wäre aber und dieser Bereich vorher. Genau. Ja? Aber das ist hier gar nicht. Also es scheint irgendwie ab dem Moment wirklich zu sein. Also das ist alles in Ordnung bis zu diesem Moment, wo halt dieser Schnee anfängt. Und dann setzt es ja im Moment aus und geht dann erst weiter. Okay. Also die einzige Möglichkeit ist, dass jemand schon vorher an die Kamera irgendwo einen Störsender oder sowas installiert hat, der halt, ich weiß, die Kamera unter Strom gesetzt hat oder irgendwie sowas, ne? So irgendwie oder so einen elektromagnetischen Impuls oder sowas gegeben hat, um halt dann in dem Moment, also dass man von außen mit einer Fernbedienung sozusagen dann da irgendwie diese Manipulation gestartet hat, ist dann in den Raum reingegangen und wenn man raus war, hat man es wieder deaktiviert. Das wäre dann eher möglich. Also es muss wohl irgendwie wirklich eine technische Störung am Gerät gewesen sein oder wie gesagt, weil halt diese Datei auf der Datenebene beschädigt ist und ist auch nicht wiederherzustellen. Okay. Es war ein Versuch wert. Wegen dem Mädel und der Suche. Ja. Ich habe ein paar Zeitstempel, die dir vielleicht helfen, wann sie gesehen wurde. Ja, du hattest ihr die Zeichnung geschickt, ne? Ich hatte ihr die Zeichnung geschickt und ich würde ihr jetzt nochmal explizit aufschreiben, den Zeitrahmen, wann sie bei Hattie war, gestern. Hat sie Zugang zu den anderen? Die hattet ihr euch noch nicht angeguckt, weil die ganze Zeit bei dir wart. Ihr hattet euch die Videoaufzeichnungen von der Dame, also von... Die hatten wir uns tatsächlich, nein, also ich würde jetzt aufgrund der Zeichnung ihr nur Zeitstempel mitgeben, weil ich weiß ja jetzt, ich habe jetzt mehr Daten, ist quasi das Fazit. Ja. Ich weiß, dass wenn sie sich Straßenkarten anguckt, um die und die Uhrzeit muss sie bei Hattie rein und rausgegangen sein. Und um die und die Zeit ist sie Richtung Park gegangen. Und um die und die Zeit im Park geht sie davon aus, in keine Kameras. Aber gibt sie ihr quasi, je mehr Daten man hat, desto größer ist die Chance, die richtigen Daten zu finden, ist ja immer die Idee. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Ja, klar. Nee, genau, die Zeitstempel. Und ich würde dir mitgeben, dass wir vielleicht tatsächlich noch ein bisschen digitales Videomaterial haben. Das müssten wir aber nochmal nachschauen. Wenn ja, soll ich ihr das in den gleichen Link schicken wie die andere Datei? Ich schicke dir einen neuen. Okay. Verwende niemals den zweiten Link oder den gleichen Link oder so. Dann schick mir einen neuen, falls wir überhaupt was finden. Aber das schauen wir dann. Aber wie gesagt, das... Aber ja, jetzt wurde dann... da würde sie dann irgendwo eine Verkehrskamera haben. Im Endeffekt die Kreuzung vorne. Also das ist ja... Die hätte ihr Atelier in so einer Nebenstraße. Ja. Und wenn man dann halt Richtung Central Park geht, muss man nur möglicherweise eine größere Kreuzung überqueren. Genau, muss man ein, zwei Kreuzungen überqueren. Und mit der Richtung, die du ja auch dann beschrieben hast, kann man, aber im Endeffekt ist das, ich meine, ihr habt es ja gesehen. Ja. Also, die ist einfach brav bei Grün über die Straße gegangen. Aber dann hätte sie nicht nur eine Zeichnung, sondern auch maybe a digital face. Ja, also wobei, was man aus solchen Kameras dann halt rausholen kann. Ich denke, dass man aus der Sicherheitskamera von Hattie wahrscheinlich mehr rausholen kann. Mhm. Aber wie gesagt, mehr Daten schadet nie. Ja. Und wie gesagt, wir gucken noch nach der Video, nach den Sachen. Und danke. Geld hat sie, oder Geld wandert über den Tisch, weil den Preis hätten wir auch vereinbart. Ja. Sie nimmt das dankend entgegen. Mhm. Dieses unauffällige, dass der Papierumschlag dann irgendwo unter der Jacke verschwindet. Und eine dann nicht würde... unübliche Geste hier in dem Bereich. Wahrscheinlich. So dieses, wo der Kühl die Kellnerin dann irgendwie wegguckt. Diese Werte draufgelegt. Hat keiner gesehen. Wenn dann zwischendurch auch mal so ein Umschlag an die Kellnerin gegeben wird. Die das immer. Wahrscheinlich. Und dann würde Bree einfach auf den Tisch klopfen und ihr einen schönen Abend wünschen. Ja, und, gerne wieder.
Sie soll ihren Bruder grüßen. Und dann wird sie tatsächlich aufstehen. Ja, da war jetzt die ganze Zeit mit Sicherheitssystemen am Recherchieren. Ja, ich habe ihm ein bisschen Arbeit gegeben. Ich beschäftige euch beide im Moment. Das ist völlig in Ordnung. Und Bree wird dann tatsächlich Richtung Motorrad stiefeln und würde Hattie nur schreiben, treffen bei dir, Fragezeichen, Videomaterial. Nur als Schlagwort dazu. Und du bist gemutet. Du bist gemutet, Callisto. Ich schreibe zurück, yep. Gut, dann würde Bree sich aufs Motorrad schwingen und Richtung Hattie fahren. Und in der Zeit, wo du da dich auf den Weg machst, schmeiß ich tatsächlich mal den Computer an und guck mir die und bereite mal die Videoaufzeichnung vor, ja. Weil wir haben ja immer 24 Stunden. Und dann, ich weiß ja, um welchen Tag es sich handelt, und dann ziehe ich den mal raus. Das war ja gerade gestern. Ja, eben, ich weiß ja, um welchen Tag es sich handelt. Genau. Also die letzten 24 Stunden. Das ist immer Mitternacht bis Mitternacht. Also, ja. Achso, okay. Ja, also wenn du die Aufnahmen jetzt schon mal so vorschaust, ihr habt das Mädchen ja selber gesehen. Oder die junge Frau, der Punkt ist, sehen wir sie denn jetzt auf der Videoaufzeichnung? Das wäre jetzt genau das. Also wir haben nicht denselben Effekt, wie kommt oben, in den Laden plötzlich rein, schaut sich so ein bisschen rein. Genau, das ist genau der Punkt. Es ist nicht derselbe Effekt. Es rauscht nicht, nein, sie ist da. Nein, nein, absolut nicht. Die ist ganz normal, ganz klar auf den Bildern zu sehen, also wie auch immer die Auflösung der Kamera ist. Die sind tatsächlich ziemlich gut. Ja, also man will ja den Dieb auch erkennen. Ja, man will den Dieb auch erkennen. Gut. Sie würde sich so ein bisschen, also was du sehen kannst, sie schaut sich halt in einem Laden um und ist dann so dieses, erstmal so ein paar, so Alibi-mäßig, erstmal so die ersten Ausstellungsstücke so angucken und dann, ach, guck mal, dort sind Zeichnungen so. Guck mal. Ja, genau. Und dann guckst du das so durch und ist so dieses, wenn sie dann an ihrem Bild, ich nenne es jetzt mal ihr Bild, stehen bleibt und nochmal woanders guckt und wieder zurückkommt, wieder stehen bleibt, ne, so in die Richtung. Dann auch, dass sie kurz mit Marina redet. Und Marina ist so, man sieht ihr das so an, dass sie in so einem professionellen Modus ist und halt irgendwie so ein Beratungsgespräch gibt. Und sich die junge Frau dann halt normal verabschiedet und so ein bisschen kurz, es ist auf den Aufnahmen drauf, so eine kleine Enttäuschung. Sie hätte es ja eigentlich gerne kaufen wollen, aber Marina hat dann reserviert und so, ne? Also hat darauf bestanden. Hatte Marina nicht dann gesagt, die einfach dass sie wieder auch irgendwas komisch gefunden hatte, oder? Bilde ich mir das ein? Nee, Sie war halt nur, es ist ihr nur nicht sofort aufgefallen, glaube ich, war der Punkt, dass sie nicht sofort weil sie halt so dieses mit einer professionellen Neutralität erstmal diese Kundin beraten oder empfangen oder halt ihr. Und dann ist der Groschen gefallen, das war doch das Mädel auf dem Bild. Das Mädel rausgegangen und so dieses, nochmal dieses auf das Bild gucken und dann so dieser Aha-Effekt. Dass sie erst dann das registriert und dann ist auf den Aufnahmen vielleicht sogar drauf, wie sie halt schon irgendwo so tastet und nochmal zu einem Tresen hingeht, wenn du auf die andere Kamera schaltest, dass sie dann eben ihr Handy rausnimmt, um halt ein Telefonat zu führen, eben jenes. Ich weiß, ist der Ton mit bei? Nee. Nee. Aber es wird eben jenes Telefonat sein, was du dann... Ja. Gut, also du kommst ja dann irgendwann an, dann sage ich, die Bilder sind hier. Sie sind ganz gut geworden und man sieht sie tatsächlich, also kein Glitch in the Matrix. Dann würde ich die Ellie rüberschicken. Das hilft dir deutlich besser als mit einer Zeichnung. Gut. Ellie sagt, das Video ist wirklich komplett geschreddert. Da ist nichts wiederherzustellen. Und das Schreddern muss gefühlt bei der Aufnahme passiert sein. Irgendein Störsignal. Entweder oder. Jemand hat mit der Kamera gespielt. Aber ich denke, die Kamera hängt ja quasi der Tür gegenüber, eben halt auch aus dem Grund, weil wenn sie direkt über der Tür in der Nähe ist, dann kannst du relativ einfach da hingehen und die sofort ausschalten, dann sieht man nichts, sondern sie ist genau so, quasi hinter meinem Schreibtisch, man sieht den gesamten Raum, der ist ja nicht so groß, wurde ja zweigeteilt, weil ich ja dahinter mein Bett habe. Und das, wie gesagt, was ja auch ehrlich gesagt hätte, dann hätte man sehen müssen, wie die Person da drauf zugeht und irgendwas an der Kamera macht. Nun ja, ich meine, es ist natürlich jetzt keine schlechte Kamera, aber natürlich auch nicht irgendwie darauf aus, vor Störungen sicher zu sein. Also ich weiß ja nicht, was man da machen kann. Also und hätte halt keine Ahnung, elektromagnetischer Impuls oder keine Ahnung, was man da verwenden könnte. Dementsprechend. Bree hat garantiert über Techniken gehört von Kameras auf die Art und Weise. Das solltest du irgendwie auf jeden Fall, weil du musst ich weiß gar nicht, ob sie es nutzt, aber sie hat die Details dahinter, glaube ich nicht. Das hatte sie ja gerade erzählt. Also ja, das ist das, was ich ja alles gehört habe. Genau.
Man kennt das irgendwie auch aus Agentenfilmen oder so, dass sie dann irgendwo was an die Kamera dran bappen oder so und dann halt diese elektronische Aber Störung wiederum, hervorruft. das würde bedeuten, dass jemand vorher da gewesen hätte sein Ja, müssen, an die Kamera ja. manipulieren. Und das halte ich, sage ich zu dir, für äußerst fast ausgeschlossen, weil dann hätte man, verstehst du, der Punkt ist, diesen ganzen Trouble auf sich zu nehmen, nur um dann hinterher einmal in dieses Ding reinzugucken, bringt nichts. Dann hätte man es gleich auf einen Schlag machen können. Denn, und dann hätte man es vor allen Dingen auch sehen müssen, dass da jemand anderes drin war. Also ich meine, ich habe jetzt die Aufzeichnung nicht jeden Tag angeguckt, aber du weißt, mein Haven ist gesichert. Du hast zwei Türen, die du öffnen musst. Bitte? Entschuldigung. Paranoid gedacht. Ich weiß, Ja. ist nicht mein Job eigentlich, aber dieses Mädel ist einfach im Nichts verschwunden. Und ich hatte trotzdem das Gefühl, dass mich jemand beobachtet. Ja. Wenn sie die Fähigkeit hat zu verschwinden und nicht wie ein Melkavian, den man vielleicht aus dem Augenwinkel noch sieht, sondern zu verschwinden, könnte sie hier auftauchen, mit der Kamera was anstellen und wieder gehen, ohne dass die Kamera sie sieht. Aber warum würde sie dann? Ja. Aber sie Weil müsste dann sie erst ein. wusste zu der Zeit wahrscheinlich schon, dass du das Bild hast. Vielleicht wollte sie Ja. rauskriegen, ob da mehr dahinter steckt, weil wenn jemand sie aus England sucht und wir wissen, sie kommt aus England, jetzt nach ihrem netten Akzent. Vielleicht ist sie paranoid genug, weil ehrlich, wenn du vor jemandem wegläufst, wo läufst du hin? New York ist eine sehr gute Option, weil die Stadt so riesig ist, dass dich keiner findet. Ja, gut, aber dann Nummer eins. Sie hat nur diese eine Kamera geglitscht. Sie hätte aber an noch zwei anderen Kameras vorbeikommen müssen, um überhaupt oben zu sein. Da haben wir an dem Abend nichts gesehen und diese Kameras haben nicht geglitscht. Das Stimmt, heißt, da ist auch keine Tür nein, offen zugegangen. genau. Und sie müsste vor allen Dingen auch, und die Schlösser sind verdammt sicher. Also da rein und raus Stimmt. ist wirklich schwierig. Aber, granted, sie hätte durchs Fenster kommen können, aber da hast du keine Spuren gesehen. Und zwar sind die Fenster jetzt keine Triple Glass irgendwie, aber da kommst du auch nicht so einfach rein. Es ist mein Haven, der ist gesichert. Ich wollte gerade sagen, Bree hätte darauf geachtet, dass es nicht einfach aufgeht, weil sie weiß zu gut, wie man Fenster einfach Ja. aufbekommt. Und die wären alarmgesichert. Also da wären solche Davon gehe Dinger ich dran, wenn aus. du das Fenster öffnest. Juhu, Ja, die wird Bree bei sich an den Fenstern auch haben, weil man will ja sicher gehen, dass da keiner Genau. reinkommt und Überraschung. Das heißt, für mich ist es, also verstehe mich nicht falsch, ich will das Nein, gar ich nicht. verstehe dich schon richtig. Es Und fehlt dann immer wäre ein auch die Stück des Ganzen. Frage, warum würde sie das tun wollen? Denn dann hätte sie Um das gleich. Papiere zu finden, ob du mit wer auch immer Aber sie das hätte sie sucht. dann gleich beim ersten Mal machen können, bevor sie die Kamera gepreppt hat. Verstehst du, was ich meine? Reinzugehen, die Kamera zu preppen, nur um dann später nochmal zu kommen. Und sie dann auszuschalten, das ist das, was ich nicht verstehe. Denn das würde bedeuten, die Person war zweimal da. Das glaube ich jetzt nicht. Nee, ich würde davon ausgehen, dass sie unsichtbar reingegangen ist, die Kamera gepreppt hat, durch die Unterlagen gewühlt hat, damit man auf Kamera nicht sieht, was sie sich alles anschaut. Und dann hätte sie sie Ach wieder so, deaktiviert und wäre rausgegangen. dass man quasi nicht sieht, wie eine unsichtbare Entität einfach unsichtbar die Blätter. Ich verstehe, was du meinst. Das ist natürlich, weil sonst hätten wir den Beweis, dass es spukt. Nee, du hast recht, Ja, okay. vor allem den Beweis, was sie sich alles angeschaut hat. Weil, Also, on wie safe war gesagt, sie aus der nicht. Idee heraus, jemand sucht sie und sie möchte nicht gefunden werden. Allerdings muss ich dir eines sagen, wenn das ihre Fähigkeit ist, und ich sage jetzt nicht if, sondern when. Dann möchte ich mit ihr anfangen zu arbeiten, weil die könnte ich sehr gut in meinem Team Nein, gebrauchen. aber dann haben wir auch gleich eine Erklärung, warum ihr jemand ein Jobangebot machen möchte. Ja, das wäre jemand wie ich. Mit noch mehr Geld wahrscheinlich als ich. Aber dann ist auch nach wie vor die Frage, was ist sie? Denn sie ist definitiv kein Kainit, da bin ich absolut sicher. Und sie ist kein Wehrwesen. Wir wissen ja nun nur von Teilen, was es hier gibt. Also wir wissen, wie Magier aussehen. Immer vorausgesetzt, dass sie ihre Aura nicht manipulieren können. Okay, das ist jetzt mal. Vielleicht können Sie das ja, wenn Ja. Sie wollen. Es kann ja sein, dass Charlie einfach gar nicht versucht hat, irgendwas zu manipulieren. Also Magier haben wir Es gesehen, wir wäre haben ja auch, dass Wehrwesen ein gesehen. Magier einen Magier sucht. Nicht Das ganz an den alles Ohren Mögliche. herbeigezogen. Dann haben wir Engel Sie. gesehen. Du kannst noch gucken. Ich bezweifle, dass das irgendwas Nein, 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 Heiliges war. ich glaub es auch. Also wir wissen jetzt, ich zähle gerade auf, welche Ja. Auren wir zuordnen können. Kainit, Mensch, Engel oder Heiliger oder wie auch immer. Magier, Werwolf. Wehrwesen.
dass... Es gibt garantiert noch anderes da draußen. Natürlich, ich sage ja nicht, dass es nicht andere gibt, aber von denen würde ich einfach mal sagen, war sie einem Menschen am ähnlichsten. Sie wäre als Mensch durchgegangen. Hätte ich ein Opfer gesucht, wäre sie eines gewesen, das bei mir ganz oben auf der Liste gestanden hätte. Dann wäre es ein Magier-Fragezeichen mit der Frage, ob Magier ihre Aura verändern können oder abschirmen können, wenn sie wollen. Weil sie war vorsichtig. Wobei, du hattest gesagt, sie war entspannt, richtig? Also sie war jetzt nicht irgendwie nervös oder aggressiv oder... Sie war ausgeglichen. Die Aura war ausgeglichen. Aber das könnte sie dann vielleicht auch verbergen. Und dann wäre vielleicht auch eine Erklärung, warum man sie nicht sieht, aber gefühlt vielleicht doch da ist. Nun ja. Ein Gespür für die Beute. Die Frage für morgen ist jetzt. Ich glaube, es wäre nicht hilfreich, wenn wir beide da sind. Ich glaube, es würde sie grundsätzlich eher noch mehr abschrecken. Außerdem ist Morden eigentlich besser als ich. Ja, wenn ich nicht... das ist wahrscheinlich, ja. Das Einzige, was wir machen könnten, ist, dass ich in etwas plüschigerer Form quasi da bin. I expect you to die. Also vielleicht nicht ganz so, weil ich glaube, es wäre auch eher furchteinflößend, aber ich sag mal, wenn da im Büro so jemand rumschleicht, ist es auf jeden Fall, also ich habe selten erlebt, dass Leute Angst vor mir haben. Die erste Reaktion ist, ganz schön groß, aber oh, was für ein hübsches Tier. Wie gesagt, es ist absolut nachvollziehbar. Wenn du möchtest. Natürlich. Wiederum, ich hatte eine andere Idee, wo du dich verstecken könntest, aber die wäre sehr gewesen, wäre es oben gewesen, hättest du nichts mitbekommen. Auf die Idee, dass du dich ja verwandeln kannst, komme ich nicht. Du weißt, ich bin nicht der praktische Typ. Die Frage ist halt, ob wir sie darauf ansprechen. Ich glaube immer noch, dass wir ihr die Warnung mitgeben sollten. Und ich dachte, das hatten wir uns doch geeinigt, dass wir sagen, es gibt da noch einen zweiten Aspekt und der ist so und so und so. Und wir werden niemandem sagen, dass wir sie hier getroffen haben. Nehmen Sie das Bild und seien Sie gewarnt, dass irgendjemand... Aber auf der anderen Seite kann es ja gut sein, und ich meine, das ist jetzt Best Case Scenario, dass sie A, davon weiß, dass es jemanden gibt, der sie eigentlich... Also, vielleicht ist es ja doch eher was... Eine Familienzusammenführung und sie würde sich freuen, Nachricht zu bekommen. Das kann ja auch durchaus sein. Dann kann sie ja immer noch reagieren. Dann kann sie immer noch sagen, ja, genau. Also ich denke, wir sollten ihr die Wahl lassen, aber wir sollten ihr reinen Wein einschenken. Bei mir ist die ganze Sache sehr unangenehm. Das ist alles sehr merkwürdig. Da bin ich ganz bei dir. Es ist merkwürdig. Und da Charlie keine Kamerelle ist, müssen wir ja auch nicht für sie arbeiten und tun. Nicht einmal für die Kamerilla müssten wir es tun, unbedingt. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Es kommt drauf an, wer fragt, wäre so die vorsichtige Aussage. Ja, aber auch so. Ich meine, wenn Meredith jetzt einfach sagen würde, da wäre ich auch sehr skeptisch. Wobei ich Meredith einfach den Revolver auf die Brust setzen würde und sagen würde, Meredith, bis du mir nicht sagst, Schätzchen, was hier abgeht, mache ich gar nichts. Meredith würde das, glaube ich, nicht vor dir verstecken können, was abgeht. Aber wenn der Prinz uns einen Auftrag geben tue, dann wird nicht gefragt, warum ja, und wieso, natürlich. Sondern dann tun wir. Ach du, ich darf nicht einfach des Prinzen Aura und seine Gedanken lesen? Das ist jetzt aber gemein von dir. Also ich unterstelle, du kannst das einmal tun und dann nie wieder. Ist es auch hier so wie in anderen Systemen mit einem gewissen Wurf dagegen, merkt derjenige, dass ich mir den Gedanken deswegen meine ich ja einmal so und ja. Nie wieder. Und Michaela ist ja wahrscheinlich schon extrem erfahren und alt. Bree braucht dann eine neue Kumpanin, weil Hattie nicht mehr ist. Hattie wird es bei Kaniten ausprobiert haben. Es ist weitaus schwieriger als bei Menschen. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Hattie hat noch nie... Hat nur bei ihrem Sire gelesen, weil er ihr das beigebracht hat. Okay. Hast du nicht versucht, Bree zu lesen?
Nee, ich habe dir einen Gedanken geschickt. Stimmt. Und du. Ich habe dir im, selben Zug gesagt, du hast mich gelesen in Plufform oder in Rabenform, eins von beiden. Nein, ich habe deine Aura, angeguckt, weil ich wissen wollte, ich habe nicht deine Gedanken gelesen. Stimmt, du bist nur bis. Also du wolltest nur Farbe sehen. Genau, weil wir uns darüber Gedanken gemacht haben, würde man dich, wie wäre die Aura? Ja, du hast recht, du hast nur Farbe geguckt, sieht man, ob ich Kanit bin. Genau, und ich habe dir gesagt, ich könnte deine Gedanken lesen und das würde ich nie tun. Und es ist tatsächlich so, ich habe noch nie die Gedanken eines Kaniten gelesen. Okay, ich habe nur die meines Sires gelesen und eher die meinen. Und wenn ich das mal erlebe, bei Menschen ja, aber da ist es mir auch nicht so wichtig, weil sind ja in Anführungsstrichen mittlerweile. Irgendwie Humanity is low, sind ja nur Menschen. Aber das würde sie wirklich nicht tun, weil das ist sehr invasiv. Das würde sie tun vielleicht, wenn sie den Eindruck hat, jemand ist in absoluter Gefahr oder sie selber ist in Gefahr und müsste jetzt wissen, was die andere Person denkt. Also wenn da irgend so ein Sabbat-Jünger vorbeikäme, hätte sie keine Probleme, aber sie würde nicht die Gedanken der Camarilla lesen. Das würde sie nicht machen. Also... Okay. Dünnes Eis, auf das man sich nicht bewegt. Das ist sehr, sehr dünnes Eis, weil natürlich auch, sie kann es ja auch merken. Also sie hat es ja auch gemerkt, wenn ihr Saya das bei ihr gemacht hat, dass sie es lernt also wenn, und dass sie es dann merkt. Wenn du so lange bei ihm gelernt hast, dass du auf diesen meisterlichen Level auswächst gekommen bist, dann wird es tatsächlich, dann weißt du aber auch, dass es halt, wenn du es bei Menschen vorher ausprobiert hast und bei ihm ausprobiert, dass es eben bei ihm zumindest weitaus schwieriger war. Es war natürlich auch nur ein Witz. Ich käme auch nie auf die Idee, die Gedanken der Prinzen zu lesen. Naja, vielleicht gibt es aber irgendwo dann, wo man sich versucht fühlt. Ja, ich hätte aber ganz gerne den Kopf, wenn er auf meinen Schultern sitzt. Da sehe ich viel attraktiver aus als ohne. Das wäre dann ein Nebenfakt, aber grundsätzlich ist das Gedankenlesen noch dort möglich, wenn du ihr mal irgendwie begegnest. Ja, Gibt es eigentlich ein Limit, wie lange ich in Tierform sein kann? Ja, bis zum Sonnenaufgang. Okay. Cool, da funktioniert aber die Idee, die ich habe. Dass Hattie mit mir als Plüsch schon bei mir startet. Falls jemand dein Gebäude beobachtet, nicht, dass Bree reingeht, aber nicht wieder rauskommt. Und wenn man da ist, ist Bree auch nicht Hattie geht mit Plüsch rein und Plüsch ist da. Surprise. Mhm. Ich meine, dass es da kein wirkliches Limit gibt von der Zeit her, halt nur bis zum Morgengrauen. Wenn du halt in diesen Schlaf fällst, dass es dann automatisch wieder zurückgeht. Ja, weil ich sag mal, zu Hause kann ich mich natürlich auch am sichersten verwandeln. Und diese Plüschkatze wird man sporadisch aus diesem Haus auch sicherlich rein und raus gehen haben sehen, in irgendwelchen Umständen. Ja. Dementsprechend, gut, dann wäre der Plan für Bree klar. Hattie muss morgen Taxi fahren mit einem Plüsch auf dem Schoß. Weil sie wird sich nicht in so einen Katzenkasten quetschen lassen. Das ist dann immer, wenn man dann auf der App eingibt, Tiertransport, ja, nein, ja. Aber sie würde sich tatsächlich wenigstens pro forma, damit es nicht ganz so komisch aussieht, Halsband und Leine anlegen lassen. Oha. Das ist jetzt, also da schaut dich Hattie ganz entsetzt an und sagt, ja, soll ich dann jetzt die Leine halten oder was? Es geht gar nicht. Maskerade? Scheinbahn? Also nur unter Protest? Nur beim Rein und Raus. Während ich da... Nur damit der Taxifahrer fein ist, gut, dass aber die Katze ihn nicht plötzlich von hinten anfällt. Ja, gut. Die andere Option ist, dass du mich in der Box transportieren musst bin ich raus. Darüber hatte ich jetzt nicht so nachgedacht, aber natürlich ist es klar, ich muss dich ja irgendwie, aber... Ich bin ja kein Hund, das ist das Ding. Wäre ich ein Hund, wäre es wahrscheinlich ein Schwung. Wobei, ehrlich, auch der Hund müsste an alleine geführt werden. Den darfst du in der Stadt eigentlich auch nicht frei Aber Katzen lassen. Halt gerade, weil das Problem ist, Krümel ist einmal entkommen aus der Box im Auto. Und was glaubst du, was der damit gemacht hat, wenn du lenkst? Weil das bewegt sich. Okay. Und deswegen, ich glaube, mit Leine... Ist es immer noch ein Hingucker, aber ein kleinerer Hingucker, als wenn es frei, weil Katzen haben tatsächlich, glaube ich, auch zu viel Eigenwillen, als ob sie dir wie ein Schoßhündchen hinterherlaufen. Ja, vor allen Dingen, es ist so ein bisschen das natürlich das Blödeste passiert, was dann, also zumindest bei Kiwi war das, als wir die damals transportiert haben im Auto, da hatten wir eben auch noch keine Leine und so weiter, dass sie dann immer rumgekrabbelt ist. Und sie ist halt partout immer beim Fahrer so von hinten über die Schulter. Wenn man so die Hände am Lenkrad hat, ist sie dann... Und sie hat sich direkt vorne auf dieses Armaturenbrett, direkt vor dem Fahrer. Also der entgegenkommende Verkehr, so dieses, okay, da ist eine Katze auf dem Armaturenbrett. Ja, das ich meine, da war sie ja noch klein eigentlich, aber...
Ja, aber es ist so gefährlich mit gucken. Sie könnte plötzlich im Weg sein. Wenn du plötzlich bremsen musst, ist die Oder Katze die, weg. genau, oder die klaut plötzlich aus irgendwelchen Gründen. Ja. Also nee, das ist. Nee, auf jeden Fall gut. Also wir machen das, weil ich verstehe, warum. Aber ich sag dir gleich, mir ist es ultra unangenehm, dich an der Leine zu führen. Also das ist. Es ist Show. Wir machen ein Schauspiel. Okay. Ja, Ja. das kann ich wiederum. Schau. Gut, das ist das richtige Stichwort. Und dann schauen wir mal, wie das beim nächsten Mal mit den Pet Games bei meinen beiden Spielerinnen, also bei den Charakteren natürlich, dann so. Entschuldigung, ja. So los ist. Und wir schauen mal, was so draus wird. Gut, dann, Okay. in alter Tradition, habe ich noch ein Meanwhile. Ja, dann. Meanwhile, Papa Ante Portas. Die Joggingstrecke war mittlerweile schon so langweilig geworden, dass sie sich immer wieder dabei ertappte, gedanklich abzudriften und die Konzentration auf ihre eigentliche Aufgabe zu verlieren. Anders als andere Personen, die jetzt abends noch sportlich unterwegs waren, trug sie keine Kopfhörer, schon gar keine mit einer Noise-Canceling-Funktion. Das würde ihre Wahrnehmung nämlich zu sehr einschränken, denn auch akustisch konnte man sehr viel mitkriegen, wenn man auf der Suche nach jemandem war, einem jemandem, dem man wohl so zufällig, wie sie es eigentlich beabsichtigte, nicht begegnen konnte. Zumindest bis jetzt nicht. Mit kräftigen Schritten lief sie den Weg entlang, näherte sich einem kleinen Gehölz, welches aus nicht viel mehr als ein paar Büschen bestand, als sie das Gefühl beschlich, beobachtet zu werden. Es wäre nicht das erste Mal, dass sie hier im Park jemanden Übernatürlichen entdeckte, aber jetzt war irgendetwas anders. Sie verlangsamte ihr Tempo und sandte alle Sinne aus, konnte aber niemanden in direkter Umgebung entdecken. Angestrengt spähte sie in das Gehölz seitlich von ihr, und gerade als sie den Blick wieder nach vorne wandte, verschwand der Schnee und die Kälte, ein grünes Zwielicht umfing sie und neben ihr türmte sich ein schleimig rotes Moos zu einem bestimmt 1,5 Meter hohen, etwas unförmigen Haufen auf. Ein matschendes Geräusch verriet, dass sie direkt in die schleimige Masse hineingelaufen war. Bäh, ich hasse dieses Zeug, sagte sie zu niemand Bestimmten, wenn ihr auch bewusst war, dass sie nicht alleine sein konnte. In der Tat trat direkt neben ihr eine Gestalt an sie heran. Aber. Soll deine schlechte Laune aussagen, dass du versagt hast, oder geht es nur um deine Schuhe? Fragt eine sanfte Stimme. Niobe, wie schön, dich zu sehen. Niobe lächelte. Danke, ebenso. Nun, was gibt es für Neuigkeiten? Charlie seufzte. Als ich den Job angenommen hatte, war mir nicht bewusst, wie gut sich Personen verstecken können. An sich würde ich ja sagen, dass ich nah dran bin. Die Zielperson ist geradezu zum Greifen nah. Und trotzdem hast du sie noch nicht gefunden, verstehe. Charlie macht einen Satz zur Seite und schüttelt den roten Schleim von den Füßen. Was machst du eigentlich hier? Niobe ging auf Charlie zu, umrundete sie und strich ihr sanft über die Schulter. Zum einen wird unser Meister langsam ungeduldig. Er möchte endlich Ergebnisse. Was er zwar nicht direkt gesagt hat, aber ich meinte es zwischen den wenigen Worten herauszulesen, die er nach Erhalt deines letzten Berichts gesagt hat. Apropos Bericht und seine Worte. Die Beschreibung von der Diskothek und die Erscheinung von dessen Besitzer Lucifer Morningstar haben ihn neugierig gemacht. Niobe macht eine rhetorische Pause und fuhr mit einem süffisanten Lächeln fort. Er ist sogar so neugierig, dass er sich diese Person einmal selbst anschauen möchte. Charlie zog die Luft ein. Er will sich Lucifer selbst anschauen? Ich bin mir nicht sicher, ob Lucifer selbst für ihn nicht eine Nummer zu groß ist. Moment mal, aber das bedeutet, dass er nach New York kommt? Niobe nickte. Ja, er ist bereits auf dem Weg. Ich weiß nicht, wann er eintreffen wird, aber wie wir ja wissen, plant er seine Reisen immer sehr sorgfältig. Aber ja, er steht sozusagen vor den Toren. Charlie verzog das Gesicht. Ah, ja, ich glaube, ich sollte mich ein wenig mehr anstrengen und mich beeilen, sonst gibt es noch Ärger. Niobe beugte sich hinunter und flüsterte Charlie ins Ohr. Tue das und viel Glück dabei. In der Zwischenzeit möchte ich mir mal deine kanidischen Kontakte anschauen, damit ich neugierig, was für Persönlichkeiten das so sind. Charlie tätschelte Niobe kurz am Arm. Dann viel Glück. Hetty, nun, hat so ihre Eigenheiten und bei ihr klingt immer so die Arroganz mit, dass sie als Kanidin ja allen Sterblichen überlegen wäre. Bree dagegen scheint mir umgänglich zu sein. Vielleicht solltest du bei ihr anfangen. Niobe umarmte Charlie zum Abschied. Danke, das werde ich tun. In diesem Sinne, auf ein gutes Gelingen. Kaum hatte sie den Satz beendet, drang wieder die Kälte des amerikanischen Winters auf Charlie ein. Der plötzliche Temperaturwechsel ließ sie kurz husten. Wie auch immer, wer auch immer diesen Spruch erfunden hat, man wird unter Druck am besten arbeiten, man sollte ihm oder ihr gehörig in den Hintern treten. Also gut, mit Papa Ante Portas waren die fetten Jahre, in ihrem Fall Monate, leider vorbei. Jetzt hieß es durchatmen, sprichwörtlich die Ärmel hochkrempeln und Nägel mit Köpfen machen. Glücklicherweise hatte sie sich einen Plan B für genau diesen Fall bereits zurechtgelegt. Und dieser Plan musste umgehend in Kraft treten. Wäre doch gelacht, wenn sie am Ende nicht doch noch erfolgreich sein würde.
In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören da draußen und bei euch fürs Mitspielen. Vielen Dank fürs Leiten. Ich wünsche euch den Segen der Nacht und dann sehen wir sehr gern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Vampire the Masquerade New York Dark. Ciao. Ciao. Ciao.